und dass ich mich für ihn opfern möge. Er, Allahs Frieden auf ihm, sagte, er schwächt deine Vision, löst deinen PNIS und bringt dir Depressionen. Kranke. Schwarze Schuhe, ey. Also, ihr Lieben, hört auf, schwarze Schuhe anzuziehen. Pass mal auf, was ist die Lösung? Hinzu kommt, dass dies ein Teil der arroganten Kleidung ist. Trage gelbe Schuhe, da diese drei Eigenschaften besitzen. Der Überlieferer sagte, ich fragte, welche dies sind. Er, Allahs Frieden auf ihm, entgegnete, es schärft die Vision, stärkt dein PNIS und nimmt die Depressionen. Darüber hinaus ist dies ein Teil der Kleidung der Propheten. Allahs Frieden auf ihnen. Wo lesen wir das? In Ibn Babawai al-Qummi al-Qizal, Kapitel Überlieferung 50, Seite 99. Al-Kulaini al-Furu al-Kafi, Bekleidung und Verschönerung, Kapitel Schuhfarben, Band 6, Seite 465, Überlieferung 1, 2 und 4. Das Aber Ex-Muslim, Wenn du Amir, als Amir. Schiite, wenn du als Schiite, wenn ich dich sehe und du trägst schwarze Schuhe, dann wärst du von mir hier den Nee, schau Hadith mal, geknallt genau bekommen. aus dem Grund gibt es ja bei uns rationales Denken, vernünftiges, logisches Das ist also Denken, worüber rational, können wir vernünftiges denken? Denken, das schwächt Nein, den PNIS. wir können doch darüber urteilen und sagen, ey, das war von früher oder was auch immer damit gemeint ist, keine Ahnung. Das kannst du doch keinem mehr erzählen, wenn du das jemandem Aber vorliest und warte. sagst, das befindet sich in Arapur, unseren Arapur. authentischen Schriften. Lass uns mal auf Sunnitisch gehen. Was ist für dich die brutalste sunnitische Nein, Hadith? nein, du bist ja Schia, du bist ja Schia. Ich möchte dir gerne auch ein paar Sachen über deine schiitische. Hau raus, mein Glaube kannst du Hau nicht raus wäschen. da! Alles raus. Mein Glaube kannst du nicht wäschen, oder? Alles raus. Ja, gut, Schia da. musst du selber mit dir dann vereinbaren. Ne? Also wenn du dann selber sagst, ja, ich akzeptiere alles, dann stimmt irgendwas mit deiner Moral und Ethik nicht, ne? Ja, du kannst mich, du machst jetzt nicht meinen Glauben schwach und du verletzt mich jetzt nicht damit oder so. Deswegen, ich habe keine Angst davor. Ja, okay. Mich interessieren die sunnitischen Quellen, weil du machst das immer so schön, ich gucke mir deine Videos an. Darüber wollte ich eigentlich mit dir darüber sprechen. Ich habe es einfach nur nebenbei erwähnt jetzt mit Shia. Erzähl mir mehr über das Sunnitentum, bevor ich auch so ein ISIS-Psychopath werde. Bewahre mich lieber davor. Kannst du mir da helfen? Zeig mir mal die brutalste Seite von den Sunniten. Ja, warum? Warum willst du denn? Hä? Ich wollte mal einfach wissen. Von wo haben die Sunniten diese ISIS? Von wo kommt diese ISIS-Ideologie? Kommt es von ihren Büchern oder machen die Menschen das Das kommt privat? aus dem Koran, Sure 9, Vers Nein, 5. nein, das Warte. ist eine Lüge. Lügt die Leute nicht an. Hör auf. Warte, bitte, warte, warte. Mariam, bist du hier drinne? Mariam? Sie kann uns das direkt aus den islamischen Schriften vorlesen. Um die IS zu verstehen, musst du Sure 9, Vers 5, dann musst du dir durchlesen. Nein, die Quellen der Allah, wenn die Verse gekommen sind, hat er eben angepasst der Zeit. Wenn es Kriegszeiten waren, sind die harten Zeilen runtergekommen. Und wenn es Friedenszeiten waren, sind die schönen. So war das halt. So, Allah hat ja. Du siehst doch anhand der Sure Al-Tauba, dass der Mohammed und Allah sagt, dies ist eine Lossagung seitens Allahs und seines Gesandten. Und er hat die ganzen Götzendiener vor die Wahl gestellt. Du siehst doch, dass er genügend Männer Ja, hatte. Die klar, Geschichte zeigt das doch es waren eindeutig. die Feinde Allahs, die uns, die Muslime köpfen wollten. Was Ja, was sollte, haben die Leute denn noch getan? Der Mohammed hat die Leute ja zum. die sind Deswegen keine sagte Hokus. Mohammed, mein Lieber, deswegen sagte der Mohammed doch, wa is to be safe, umirtu an uqatil an nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ja, ich wurde mit dem Schwert entsandt, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Siehst du, hört sich ganz nach ISIS an, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, Überhaupt überhaupt nicht, nicht. nein. Also, Gar nicht. Das war für die Kriegszeit gedacht. die IS bringt zwar alle Menschen zum Islam, aber das hört sich nicht nach Mohammeds Aussagen an, ne? Das kannst du keinem erzählen, was du da sagst. Das ist Mit unglaublich. dem Koran hat es so oder so nichts zu tun, das weißt du doch selber. Deswegen, auch wenn du mal debattierst mit Muslimen, gehst du nie auf den Koran, du holst dir immer die Hadithe raus. Da Ja, ich fängst habe doch du gerade gesagt, überhaupt. Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers Ja, aber da gibt es 29, nicht Sure mehr. Da 9, gibt Vers es 1, 2, da 123, gibt Sure 8, Vers 39 und. Also, was Das redest war du ein da? Kriegs, das war doch in Kriegszeiten bestimmt, das weißt du doch selber. Nein, es gibt Passagen, die allgemein gültig sind. Und dazu kannst du den Tafsir von Ibn Kathir, aber du glaubst ja sowieso nicht daran. Mach sie auf, mach die Kathira mal, zeig mal, was du da erzählst. Nicht bla bla machen, zeigen. Also hier bei der Shia Raf, da gibt's sowas nicht, was du da erzählst.
Du siehst doch, dass die Schiiten in meinem Land gewaltsam das Land erobert Die haben. Schiiten, Also, die nee, das sowieso gibt's nicht bei Schiiten, die euch. glauben, die Schiiten glauben so viel davon, dass der Koran die Bedeutung gefälscht hat, dass die Sunniten die Bedeutung gefälscht haben. Ja, ich weiß, ihr glaubt, dass der Die Koran gefälscht Sahaba. ist und der wahre Koran bei Nein, du Mahdi machst ist. es wieder an. Du drehst direkt in die Wörter. Die Nee, Bedeutung. Wer das sagt ist überhaupt? so. Geh Guck, einen wie Schiiten ein fragen, der wird dir Schaitan, das wie bestätigen. übelst, wollte direkt meine Worte umdrehen. Mach die Spiele nicht mit mir, okay, Rapport. Wie? Hör auf, mich die ganze Zeit der Araber zu nennen. Nenn mich Dr. Sheikh Abu Jesus Christus. Hör auf, sowas zu sagen. Das machen die Amerikaner, um den Herrn Jesus Christus so runterzumachen. Echt? Was heißt denn das Ja. übersetzt? Ja, wenn die Ich sehe das immer in sagen, den Filmen. Jesus Christ, dann sagen die so, das ist dann wie so ein Fluch für die so, ne? Die sagen, oh, Jesus Christ, sowas wie verdammt nochmal, sowas haben die Amerikaner eingeführt, unglaublich. Ah, die Amis mal wieder. Guck mal hier, Sahih al-Bukhari 31,59 und 31,60, und hier heißt es, das ist ein langer Hadith, und ich zitiere dir ab einer gewissen Stelle, Our Prophet, the Sunnitische Messenger of Hadith, Sunnitische Hadith. Ja, genau. Sahih al-Bukhari 31,59 und 31,60. Okay, let's go. Our Prophet, the Messenger of our Lord, has ordered us to fight you till you worship Allah alone. Siehst du, unser Gesandte, also unser Prophet, der Gesandte unseres Herrn, hat uns befohlen, euch alle zu bekämpfen. TikTok sportlich. Bis ihr Allah alleine anbetet oder uns die Jizya gibt. Unser Prophet hat uns darüber informiert, dass wer auch immer von uns getötet wird, TikTok sportlich, er soll als Märtyrer ins Paradies eingehen und ein so luxuriöses Leben leben, was er noch niemals gelebt hat. Und wer am Leben bleibt, soll euer Meister werden. Heftig, ne? Wie hört sich Kannst das du an mal für dich? wiederholen? Er hat ein bisschen gestottert. Kannst du noch mal bitte wiederholen, bitte? Wer hat gestottert? Nee, ich meine, es hat irgendwie gehängt. Kannst du mal bitte Ach so. wiederholen? Unser Prophet, der Gesandte unseres Herrn, hat uns beauftragt, jeden zu bekämpfen, bis er Allah alleine anbetet oder uns die Jizya bezahlt. Und unser Prophet hat uns darüber informiert, dass unser Herr sagte, wer auch immer von uns getötet wird, TikTok sportlich, soll als Märtyrer ins Paradies gehen, um ein so luxuriöses Leben zu leben, was er noch niemals gesehen hat. Und wer auch immer von euch am Leben bleibt, soll euer Meister werden. Was hältst du von Genau. sowas, was hier steht? Wie gesagt, das sind die sunnitischen Hadith, ich glaube sowieso nicht Du willst da, doch, du aber wolltest das doch hören. genau, das wollte ich hören und es hört sich krank an. Das ist also, was heißt krank? Er wollte die Leute halt motivieren zu kämpfen. So hört sich das an, Also, du motivieren. siehst also, dass dass Daesh, die sunnitischen Muslime, treu ihren Schriften folgen, oder sind wir da miteinander Ich eins? hab, ich, so wie ich wusste, die haben andere Schriften gehabt. Ibn Tamir, aber wie heißt der Typ, der Verrückte aus Ibn Palästina oder was? Kathir. Da gibt es ja andere, aber die waren richtig brutal, weil die haben ja hauptsächlich nur Schiiten umgebracht, dieses. Das war ja ihr Hauptding eigentlich. Nö, die haben alles umgebracht, was nicht konform mit deren Akida war. Ja, aber ihr Hauptziel waren immer die Schia, Schia Rafe da. Kannst Ne, du ja auch mal ihre hören. eigenen Leute, Ja, auch oder ihre nicht? eigenen Leute, Die haben die eigene Sunniten, die haben alles Murtaden, das gemacht, Schiiten, was alles. denen Alle wurden widersprochen hat. abgeschlachtet. Alle wurden abgeschlachtet, die irgendwie anders waren. Aber die Christen sind auch genau Tempelritter, war ja ähnlich wie dieses. Tempelritter, was für Tempelritter? Kreuzritter, Tempelritter, wie du die auch nennen Die willst. Kreuzritter waren doch eine Antwort auf die islamische Invasion, die vor den Toren Europas stand. Ja, aber Was ihre für Art zu was kämpfen, Riesen, ey. ihre Art zu kämpfen war genauso brutal. Aber Geköpft, ihre Art zu Kinder kämpfen war kommen. genauso brutal. Die Leute Ihr dann, wisst auch, die haben nicht mit. der islamische Staat, die Leute zum Glauben zwingen. Aber das hat Ja, doch das sind nichts ja mit dem keine Herrn Jesus Muslime. Christus zu tun. Sind wir Jesus uns waren da auch keine einig? Muslime. Sind wir uns da Jesus auch waren keine einig, dass Muslime. Jesus Christus gesagt hat, ihr sollt eure Feinde lieben? Waren das also Leute, die auf Jesus Christus gehört haben? Klar, das hat der eine Art gesagt, aber andererseits hat er geschlachtet die Leute ab. Mein Lieber, bitte, mach dich nicht lächerlich, komm, hör auf damit. Okay? Hat der Herr Jesus Christus sowas befohlen? Nein, hat er nicht. Oh, guck mal, da ist Mary. Mariam. Mariam, komm mal bitte ganz kurz rein. Sie kann uns das auf Arabisch vorlesen. Wer wird am Ende siegen? Der Islam, oder? Was wird die letzte Religion auf der Erde sein? Der Der Herr Islam, Jesus oder? Christus ist der Sieger und keine Nein. Ja, Religion. aber guck mal, du verstehst eine Sache nicht. Wenn der Islam siegt, wird doch Jesus siegen. Verstehst Ja, der du? Herr Wenn der Jesus Islam... Christus kommt zurück, um den Islam platt zu machen und uns Guck dir mitzunehmen. mal Das den war's. Jesus in Westasien an. Guck dir mal den Jesus in Europa an. Hier trägt er eine Perücke, ist geschminkt. Guck dir den Jesus bei uns an.
Der sieht besser aus als euer Jesus. Ich finde ihn Ich besser. danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich merke schon, mit dir kann man nicht Schia reden. Rabida, zeig Ja, dir Shia da wieder, genau. Raus. Mariam, das. Hallo, schlag mal Gottes bitte Segen. Gottes Segen. Wie geht's dir, Schwesterherz? Ja, gut, mein Lieber. Gottes Segen Hast du euch gesehen, alle. was für eine Sichtweise dieser Shia hat? Sagt er, bei uns sieht Ja, Jesus Christus stimmt. anders schön aus. Sehr schlimm, Bei euch sieht er wirklich. so Sehr aus schlimm. und so bekloppt, ey, das kannst du keinem Ja, erzählen. traurig. Traurig. So, okay. Mariam, Ich habe gerade mein PC angemacht. Ja. ja genau, geh mal bitte, damit die Leute das verstehen, wegen dem Islamischen Staat, ne, weil die das nicht glauben können, dass der Islamische Staat authentischen Islam praktiziert, ne, durch Sure 9, Vers 5. Ne. Ja, mache ich, ja. Genau, du kannst den Tafsir von Ibn Kathir dann aufschlagen. Ja. Ich Sura hole mal 9, jemanden, oder? Vers 5. Ja. Sura 9, Vers 5. So. Hallo, mein Lieber. Hallo, Amir, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, auch gut. Guck mal, ich kenne dich schon seit langem. Ich wollte dich mal, also ein paar Fragen allgemein, was mich so interessiert. Also jetzt ohne irgendwie auf Debatten, Streit oder sonst was zu gehen, Christentum, Islam, bist mal hergestellt, also jetzt im Vordergrund gestellt. So dein Ziel, also ich möchte mal so wissen, ganz neutrale Frage, was so dein Ziel ist. Also mit der, willst du den Menschen den Christentum aufklären oder den richtigen Christentum aufklären oder willst, weil ich glaube, hier geht es ja nicht unbedingt darum, um die gegen die anderen Religionen zu schießen. Also korrigiere mich, wenn ich da Nein, falsch liege. Einfach. das Problem ist, der Islam behauptet ja, die letzte Botschaft Gottes zu sein. Und wir als Christen sind ja wie sagt man, angehalten worden, das Ganze zu prüfen. Denn der Herr Jesus Christus sagt ja, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Und der Herr Jesus Okay. Christus fordert uns dazu auf, das Ganze dann auch im Lichte der Bibel zu betrachten. Denn der Herr warnt uns vor falschen Propheten. Und wenn wir uns das Leben von Mohammed betrachten und den Islam, den Koran auf den Prüfstand stellen, dann merken wir, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Islam, mit Mohammed und Allah als Gott. Denn der Koran ist nicht das Wort Gottes. Mohammed war niemals ein Prophet und die islamischen Schriften sind eine einzige Katastrophe. Und wir müssen das Ganze mit den Menschen hier teilen, damit sie sich nicht verführen lassen von dieser Religion und eine Entscheidung für den wahrhaftigen Jesus treffen und nicht für Isa oder diese Religion namens Islam. Okay, also ganz kurz zu meiner Person. Ich praktiziere den Islam seit 2,5 Jahren, sowas jetzt, ne? Allahu a'lam, so ungefähr. Jetzt Pi mal Daumen. Genaues Datum weiß ich jetzt nicht. Hat mir natürlich sehr geholfen, weil ich davor eben ein ja, anderes Leben, nicht so ein Leben davor geführt haben sollte, wie man es sein sollte, sage ich mal. Meine Frage ist jetzt, weil normalerweise, wenn wir uns jetzt so anschauen, glauben wir ja alle an den einen Gott. Ich nehme jetzt mal auch sogar die Juden mit rein. Ne? Wie gesagt, wir tun ja ganz normal jetzt auf ohne Beleidigung oder irgendwas, irgendwann einfach nochmal reden. Weil wenn wir alle an Gott glauben und an die Gebote, schon vorher hat ja Gott zu uns gesprochen, sogar vor Jesus Christus. Frieden auf ihm, davor schon, sogar damals eben auch zu Moses, Frieden auf ihm. Wenn wir das jetzt alles nehmen, ne, beispielsweise, dann müssen wir doch eigentlich, also ziemlich sicher zu diesem Ergebnis kommen, dass wirklich hier niemanden schaden will. Was in der Vergangenheit passiert sind, natürlich sind Sachen in der Vergangenheit passiert, die nicht schön waren, gerade in den Hast du schon mal Kreuzzügen. deinen Koran überhaupt gelesen? Lese ich gerade, ja, tatsächlich. Du kamst noch nicht zu den Stellen, wo es heißt, wie man mit uns Christen zu verfahren hat, ne? Nee, kam ich nicht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, also da kann ich jetzt nicht, sogar muss ich dir ehrlich sagen, da kann ich jetzt nicht so tief da reingehen, weil wie gesagt, ich bin Was gerade hältst am du denn? Sollen wir ihnen das sagen? Sollen Bitte? wir ihnen das sagen, wo die Stellen gegen die Christen und gegen die Ja, Ahlul genau. Kitab oder Al-Yahud? Genau, Mariam, du Ja? kannst ihn ja bitte Sure 9, Vers 29 vorlesen und dann den Tafsir Ich von habe Ibn es Kathir. dabei und ich kann es übersetzen. So. Ja, genau. Er Hör mal sagt zu, hier. du kannst ja kein Arabisch, richtig? Nee, Arabisch spreche ich nicht. Genau, die arabischen Muslime spielen mit dir und zeigen dir nicht das, was wir dir jetzt zeigen. Und du wirst gleich merken, dass der Islam eigentlich eine hardcore-satanische Sekte ist, TikTok-sportlich.
Und du hast eine gute Möglichkeit, hier die Wahrheit zu erfahren und das, deine geistliche Freiheit wieder zurückzubekommen und deine Augen geöffnet zu bekommen. Und das ist die Aufgabe von uns, ne? Die Finsternis aufdecken und die Menschen ihre geistige Wahrheit, ihren geistigen Zustand wieder herzustellen. Okay. Okay. Ja, hör zu, mein Lieber. Ja, ich höre es mal an. Mein Lieber, hör zu. Wir haben jetzt gerade die arabische also Schrift, also das heißt Surte Tauba 9, Vers 5. فإذا سلخ الأشهر الحرم فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Was bedeutet das auf Deutsch? Es bedeutet, wenn die heiligen Monate vorüber sind, töte die Muschrikin, die Ungläubigen, wo immer du sie findest und nimm sie gefangen und belagere sie und setze dich bei jedem Hinterhalt gegen sie auf. Wenn sie aber Buße tun und das Gebet verrichten und Zakat zahlen, dann verlasse ihren Weg. In der Tat, Gott ist barmherzig, ja, und verzeihend. Wir haben Tafsir At-Tabari und der Tafsir At-Tabari sagt ganz unten, dass und setze dich in jedem Hinterhalt für sie ein. Und wenn sie Buße tun, er sagt, wenn sie sich von den abwenden, was er ihnen verboten hat, also andere Götter zum Beispiel oder die Ungläubige, mit Gott in Verbindung zu bringen und das Prophetentum seines Propheten Mohammed zu leugnen. Möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken. Okay, unter Anschluss von Göttern und gleich unter Anerkennung der Prophezeiung Mohammeds. Möge ihn segnen und ihm Frieden gewähren. Also was bedeutet hier? Das heißt? Ja, also ich sage einfach am Schluss was dazu. Was bedeutet وَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ? Das ist auf Arabisch. Das ist ein Koranvers. فَأَقْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدْتُمُهُمْ. Das heißt, wenn die heiligen Monate vorüber sind, töte die Ungläubige, wo sie immer sie findest, und nimm sie gefangen, ja, und lauert sie vom Hinterhalt. Was sagst du dazu, mein Lieber? Ich sag jetzt Folgendes. Also zur Kriegszeit sind ja tatsächlich andere Bestimmungen. Ich meine, das ist jetzt aber wirklich egal, ob Judentum, Christentum, Tai Chi, Islam. Tai Chi. Meinst du, dieser Vers, den jetzt gerade Mariam zitiert hat aus dem Koran, Surah 9, Vers 5, ist das ein allgemeiner Vers, den man allgemein auf jedem Platz der Erde praktizieren kann? Oder ist das ein zeitlich begrenzter Vers? Was meinst du? Ich sage jetzt, dass das zu dieser Zeit dort angepasst war, weil man musste ja verstehen, wie diese, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ihr habt ja damals, da war ein Krieg, beispielsweise, ne, nehmen wir mal Ukraine, Russland, nur als Beispiel, ich weiß nicht, du sagst immer TikTok sportlich, muss man das sagen, damit man hier nicht gebannt wird wahrscheinlich, oder? Also TikTok sportlich ist jetzt ein Krieg in Europa, okay? Wenn man jetzt im Nachhinein sagt, okay, die europäische Zivilisation ist jetzt so gefestigt eben, hier ist jetzt Frieden gegeben, keiner sagt mal, oh, ihr seid Deutsche und wir müssen euch jetzt kaputt machen und sie sagen, oh, ihr seid jetzt die Russen, wir haben Hitler gefolgt, wir müssen euch kaputt machen. Ich meine, das ist ja vergangen, das habe ich ja vorher gemeint, dass ja vergangen ist, weil... Okay, was, wenn ich dir beweise, dass das ein allgemeingültiger Vers ist, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf? Richtig, ja. Aber guck mal, wenn du das zu mir sagst, Amil, eine ehrliche, also guck mal, mal ganz ehrlich. Zum Beispiel, warum reden wir nicht über die schönen Dinge, die einen verbinden? Weißt du, was ich meine? Gar kein bisschen verbindet uns gegenüber Islam und christlichen Glauben. Aber schau mal, wenn du die 10 Gebote... Sagt, liebe deine Feinde und tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Und dein Koran sagt... Bekämpft die Juden und die Christen, bis sie Jizya bezahlen und Wahum Sauridun in vollster Erniedrigung den Dhimmi-Status annehmen und als Erniedrigung ja, der Klasse Mensch nehmen dir Leben. Was ist das denn? Ja, aber guck mal, das ist ja diese Zeit. Ja, aber das ist ja das, was ich versuche dir zu erklären, weil das okay, ist ja. Lass mich dir den Tafsir von Ibn Kathir vorlesen. Hör mir mal bitte zu. Listen. Guck mal, was Ibn Kathir sagt zu Surah 9, Vers 5. Dies ist die Aya des Schwertes. Mujahid Amr bin Shuaib, Muhammad ibn Ishaq, Qatada As-Suddi und Abdurrahman bin Said bin Aslam
sagten, dass die in dieser Eier erwähnten 4 Monate, die in der früheren Eier erwähnten 4-monatigen Gnadenfrist seien. Reisen sie also 4 Monate lang frei durch das Land. Als nächstes sagte Allah, also wenn die heiligen Monate vergangen sind, was bedeutet nach Ablauf der 4 Monate, in denen wir euch verboten haben, gegen die Götzen hier zu kämpfen, und das ist die Gnadenfrist, die wir ihnen gegeben haben, dann kämpft und tötet die Götzendiener, TikTok sportlich, wo auch immer ihr sie findet. Vielleicht findest du sie. Als nächstes kommt Allahs Aussage, dann bekämpfe die Muschrikin, wo auch immer du sie findest. Bedeutet, auf der Erde im Allgemeinen, siehst du? Auf der gesamten Erde im Allgemeinen. Das ist also ja, kein... Aber guck mal, Allah, der auf genau einer bestimmten Zeit ist. Verstehst ja, aber du? Schau mal, ich will dich nur was erklären. Also darf ich aussprechen, ohne dass mir kurz jemand ins Wort fällt? Nur eine Frage. Ja, aber du siehst, dass deine Auslegung des Islams ja überhaupt nichts mit Islam zu tun aber hat. Aber die Ausrede, schau mal, guck mal. Wenn Auslegung, jemand den nicht Ausrede. Achso, Ausleben hast du gemeint? Auslegung. Auslegung jetzt, okay, die Auslegung. Okay, sagen wir, du sagst jetzt, ich stelle mich dir vor, wir sehen uns zum Beispiel, ich stelle mich dir vor, hey, ich bin Taichi, du sagst, hey, ich bin Amir. Und jetzt sagen wir, du haust jetzt das einfach raus. Aber darum geht's ja gar nicht. Ich würde dich erstmal fragen, hey, wie geht's dir? Was machst du? Hast du eine Ausbildung? Was hast du gearbeitet? Etc. Was hat das mit dem Vers zu tun, was du da gerade machst, Mann? Willst du ausweichen? Willst du abmachen? Nein. Ich versuche dir Menschlichkeit zu zeigen. Ich will dir zeigen. Ist das Menschlichkeit, was deine Religion predigt? Guck mal, predigen und ausführen, das sind zwei Sachen. Guck mal, aber Armin, nein, sei doch nicht sauer. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte nicht, dass du einfach hier so dich drumherum so wickelst, damit wir nicht beim Thema bleiben. Ich weiß, du schämst dich gerade, weil. Das hat nichts mit Schämen zu tun. Guck mal, du findest das gut? Nein, Almir, guck mal, ganz einfach. Ich sag dir, was für mich ist. Wenn mich jemand zum Beispiel mit Hass bewirft, ich werf mit Brot zurück. Ganz einfache Sache. Warum soll ich mit jemandem jetzt zum Beispiel, warum müsste ich jetzt in der Bibel irgendwelche brutalen Sätze raussuchen und würde sagen, aber Almir, in der Bibel, das mache ich nicht. Das wirst du auch von mir nicht hören. Ich kann es dir dann erklären, anhand des Kontextes. Was mache ich denn? Ich sage nicht einfach, ja, Tai Chi, du musst jetzt alle Menschen bekämpfen, weil ich das so interpretiere. Nein, ich hole den Tafsir von Ibn Kathir, einer der höchsten Gelehrten des sunnitischen Islams. Er erklärt uns doch den Vers. Okay, dann aber eine Frage. Lass mir den Tafsir dahingestellt. Jetzt einfach nur zu. Aber wir können ihn nicht einfach außer Acht lassen. Das ist das, was Allah hier meint. Ja, okay, aber dann guck mal, deswegen, weil das wirkt doch genau, das ist doch genau das, weil solche Sachen führen doch genau zu Hass. Aber Hass ist doch genau das Problem. Siehst du, du gibst das zu. Also führen diese Sachen zum Hass. Alles, wenn du alles nimmst. Genau, und deswegen sage ich ja, lass doch über Gemeinsamkeiten reden, Almir. Ja, du siehst doch, dass die Muslime das praktizieren und die ganzen Menschen auf der Welt umlegen. Darf ich was fragen, Almir? Von Herzen. Ich möchte dich nur von Herzen was fragen. Liebst du Jesus? Natürlich, ohne Ende. Okay, genau. Ich liebe ihn auch. Frieden du liebst nicht Jesus. Du kennst Jesus doch gar nicht. Natürlich tue ich es. Wenn ich zu dir sage, liebst du Mohammed? Absolut. Okay, ich glaube an einen Mohammed, der aber drei Hörner hat und 7 Augen. Würdest du nicht zu mir sagen, Amir, aber das ist der falsche Mohammed, den du liebst? Ja, aber das ist nicht korrekt. Guck mal, ich habe ja aber zum Beispiel jetzt, ich beleidige ihn ja nicht. Wie kannst du mir überhaupt aber folgen, was ich dir sage, Daichi? Okay, dann andere Frage. Dann komm, geh mir mal ein bisschen weiter zurück. Du glaubst an nicht den Propheten? An den wahren Jesus, das will ich dir damit sagen. Ich glaube auch nicht an den Mohammed, an den du glaubst. So will ich dir das damit verklickern, damit du verstehst. Der wahre Jesus findet sich in der Bibel und nicht im Koran. Ich habe versucht, guck mal, Amir, nicht falsch verstehen. Ich habe versucht, über Gemeinsamkeiten, über die schönen Dinge. Ich will hier gar nicht über schlechte Dinge reden und über Töten, über Massaker, das will ich doch gar nicht reden. Zum Beispiel, guck mal, ich will dich was fragen. Darf man im Christentum Alkohol trinken? Das ist doch eine berechtigte Frage. Nein. Okay, guck mal. Stellt euch vor, wir haben eine Gemeinsamkeit, dürfen wir im Islam auch nicht. Weil es berauscht und man vielleicht. Nein, ihr dürft das. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Siehst du, das ist eine Lüge, weil du keine Ahnung hast, weil du noch nie gelesen hast in Hadith. Du darfst Alkohol nicht konsumieren. Du lehnst dein eigener Hadith einfach ab. Schlag mal deinen Koran aus. Taichi, schlag mal deinen Koran aus. Guck jetzt. Warte.
Aber du kannst schon mal vorlesen, Nami. Wenn du ihn vor dir hast. Nein, ich möchte, okay, dass du deinen Koran aufschlägst. Was ist, wenn das jetzt war, was wir gesagt haben, und das ist doch erlaubt, bei euch im Islam Alkohol zu trinken? Was willst du dann sagen, wenn es jetzt wahr ist? Weil du gesagt hast, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich weiß, dass Alkohol... Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Ich weiß, dass es haram ist, Alkohol zu trinken. Also das ist verboten. Nein, ist nicht haram. Es ist klipp und klar gesagt, schwarz auf weiß, dass es nicht haram ist. Jetzt Amir, sag, hau raus. Okay, Sure 16, Vers 67. Kleinen Moment, warte. Warte. Okay, Vers, wie viel nochmal? Sure 16, Vers 67. 67. Okay, ich hab'n. 67. Ja. Also, und dein Herr hat der Biene eingegeben: Baue dir Häuser in den Bergen und in den Bäumen, in dem, was sie den Menschen errichten. Okay. Weiter, genau. Achso. Moment. Und von den Früchten der Dattelpalmen? Dann iss von allen Früchten und folge dem Wegen deines Herrn. Nein. Die er dir leicht gemacht hat. Okay. Und du hast mal ganz explizit und bewusst irgendwas rausgeholt oder nicht gelesen, hast du dich, mein Lieber. Nochmal von vorne, bitte. Ich schick dir jetzt ein Bild auf Privatnachricht. Habe ich nicht. Guck mal hier. Ich habe auch die Koran-App hier. Guck mal. Wir haben auch den Koran, genau. Das ist die anerkannte Koran-App, Heilige Koran, die Sure 16, An-Nahl, die Biene. Du bist nicht bei Sure 16, Vers 7, du bist nicht bei Vers 67, du bist, glaube ich, bei 76 oder so. Du hast einen Zahlendreher. 67 hast du doch gesagt. 67, geh jetzt bitte dahin und guck bei 67. Das fängt so an. Das fängt so an, wie ich dir das jetzt. Nein, hör mir zu. Und von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank und gute Speise. Darin liegt ein Zeichen. Richtig. Aber Amit, das ist aber dann, guck mal, dann hast du einen anderen Koran, als ich den habe. Weil ich habe das. Oh mein Gott, nein. Echt? Nein. Ich habe dir gesagt, ich bin gespannt auf seine Antwort. Ist es genau, was ich mir vorgestellt habe? Für mich. Heftig. Für mich. Guck mal, soll ich dir was sagen? Soll ich dich jetzt schockieren? Ich bin Araberin und ich kann Arabisch und ich kann das Koran auswendig, in- und auswendig. Und ich kann dir das jetzt, die Sura, auf Arabisch und auf Deutsch übersetzen. Du wirst es trotzdem immer noch nicht wahrhaben. Das ist Spiegel. 16, Vers 67, guck. Und von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank. Also das habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, sag doch, gib zu, dass du das erste Mal gehört hast. Dann ist es nicht schlimm. Gib zu. Nein. Das ist nicht schlimm, wenn du nichts weißt. Ist, aber ich weiß ja nicht, was du da... Guck mal, jetzt müsste man erstmal belegen, woher dein Koran ist, wo die Übersetzung ist. Das ist doch der gleiche Koran, den ich hier habe. Wir haben dasselbe Koran wie du. Mein Gott, wir haben dasselbe Koran wie du. Ich kann es auf Arabisch sagen, damit du es doch mal verstehen kannst. Andere Frage. Andere Frage gegen Frage. Die den Islam praktizieren, warum trinken? Jetzt auf einmal blättert der wieder, der ist Schlaue. Nein, ich blätter nicht. Jetzt hier, 67. Siehst du es? Ich dachte, du hast das schon längst aufgeschlagen. Ich hab's doch jetzt erst aufgeschlagen. Ja, was hast du denn vorhin gelesen? Was war das denn vorhin? Nein, da steht's doch. Und dein Herr hat der Biene eingegeben. Mach die Kamera an. Nicht und dein Herr. Du kannst doch nicht mal Sure 16, Vers 67 aufschlagen. Du weißt gar nicht, wie man den Koran liest, ne? Oder wie man was findet. Ne? Du hast gesagt, Sure 16. Ja. 67. Ja, mach mal die Kamera jetzt mal bitte an und halt mal auf deinen Koran. Ich möchte das mal gerne sehen. Warte. Das kann man nicht warten. Ja, aber Amir, guck mal, das geht schon aber in diese Richtung. Bitte lenk dich ab, bitte. Ich lenk dich ab. Okay, dann mach jetzt bitte an. So. Okay, also jetzt. Sure 16. Mach die Kamera an. Nicht 67. Schon wieder irgendwas vorlesen. Ich möchte es sehen. Ja, hier.
Wir sehen aber nichts. Ich sehe nichts, mach an. Ist doch so, ne? Fokussiert. Nein, du musst auf dein Bild klicken und dann da oben aufs Speichern. Kamera und dann speichern. Nein, wir sehen nichts. Hä, doch, ihr wisst es. Seht ihr was, ihr Lieben? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt. Sorry, okay. Ey, Dings, Ami, ich habe TikTok nicht so lange. Ich wusste jetzt nicht, wie das Ding. Okay, weiter. Und dein Herr hat der Biene eingegeben. Bau die Häuser in den Bergen und in den Bäumen und in den, was sie die Menschen errichten. Okay, da ab 68 fängt es an. Siehst du, da ist bei die 68. Was weiter? Da wo 68 steht. Hier. Ja, da ist jetzt weiter. Genau. Dann, die er leicht gemacht hat aus ihrem. Hallo, Leibern, du hast einen Satz weggelassen, Mann. Stimmt doch gar nicht. Lies bitte richtig. Ey, der ist unfähig, einen richtigen Satz zu lesen. Das kann doch nicht wahr das sein. Stimmt nicht an mir. Guck mal. Aber jetzt, du wirst wieder beleidigend. Warum machst du das? Nein, du schaffst doch nicht mal. Du gehst einen Satz weiter 68, direkt. 68. Das stimmt doch. Hier steht es doch. 68, oder nicht? Also, dann ist von allen Früchten, okay? Ja. Und folge den Wegen deines Herrn, okay? Ja. Alter, die er dir leicht gemacht hat, okay? Aus ihren Leibern kommt ein Trank, mannigfach an Farbe, okay? Ja. Genau, darin liegt ein Heilmittel für den Menschen, wahrlich. Guck dir das hier an, ist ein Zeichen für Leute, die nach Lügen. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das sogar beim Übersetzen. Die verfälschen die Schrift. Ja, also wirklich, mein Lieber, dein Koran ist. Was soll ich sagen? Verfälscht. Ich hab den richtigen Koran. Mariam, lies das mal bitte aus dem Arabischen vor. Aus dem arabischen, aber authentischen Koran. Woher soll ich jetzt wissen, dass sie den richtigen hat, Ami? Weißt du, was pass ich meine? Wir machen den richtigen. Das ist Honig. Honig ist ja damit gemeint. Diese Sache ist, weißt du, dieser Honig, das ist ein Heilmittel. Ja, aber schau mal, was steht da? Hol einen arabischen Koran. Guck mal, wie es hier steht. Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und den Rebstocken zu trinken, woraus ihr euch Rauschtrank und eine schöne Versorgung nehmt. Darin ist wahrlich ein Zeichen. Guck mal, wie das bei dir geschrieben steht. Guck mal, auf den arabischen Koran. Ich hab's arabisch. Guck mal, wie die lügen, diese Betrüger. Guck mal, mein Lieber, ich hab einen arabischen Koran. Weißt du, was heißt das? Rauschmittel? Hier. Wal-anebu tattakhiduna minhu sukran. Weißt du, was sukran heißt? Rauschmittel, also boah, besoffen. Verstehst du das? Wenn du es mir auf Türkisch sagst. Sukran ist Rauschmittel. Schreib dir das auch. Amen. Okay, wartet, stopp. Amen. Okay, guck mal. Mach das live. Weiter. Ich wollte mir einfach jetzt mal anhören, weißt du, ich wollte dich einfach mal so als Typ mal kennenlernen, weil ich bin so ein Typ, ich mag keine Vorurteile, ich wollte dich einfach mal Dinger hören. Aber du siehst mal eine sogar in den Übersetzungen. Das ist für mich unvorstellbar. Wir haben einen verfälschten Koran zur Hand. Guck mal, ich habe meine Meinung. Guck mal, ich will das noch nicht zu weit vertiefen. Geh mal bitte zur ersten Seite. Mach mal deinen Koran auf, zeig mal, von wem ist diese Übersetzung. Ahmed, es ist schon 21.12 Uhr, Mann. Ich muss früh raus. Achso, es stand in 66. Ah, okay, mach noch mal bitte deinen Koran auf. Okay. Ich muss raus, Ahmed. Lies mal bitte ab 66. Guck mal, du hast Angst, du willst nicht, dass es wirklich die Wahrheit an dich kommt. Du traust dich nicht. Guck mal, so ist das bei euch. Geh mal bitte nochmal zum Koran. Es ist nicht schlimm, wenn du die Wahrheit anerkennst. Es ist nicht schlimm. Geh mal bitte nochmal zum Koran. Bitte, hör mir doch bitte zu. Hör mir bitte zu. Morgen, 20 Uhr. Komme ich bei dir live rein? Ich kann nicht jeden Tag hier 20 Uhr live kommen und so. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und dann abends will ich meine Ruhe haben. Heute habe ich nichts zu tun gehabt, deswegen habe ich heute Abend das gemacht. Ja, wir treffen uns dann nochmal und dann tun wir nochmal. Mach mal bitte den Koran bitte. Guck mal, mein Lieber, denk drüber nach. Guck mal, du siehst ganz nett aus. Eine Minute, hör auf abzuhauen. Alles gut, nicht abhauen. Wir sehen uns am Wochenende. Ich lade. Kann nicht wahr sein, das ist so heftig.
Möge der Herr Jesus deine Augen öffnen für Guck die mal, Wahrheit. Ist der rausgegangen. Er hat gerade eben gesehen. Das ist nicht ne? normal. Ja, wie kann das sein, dass es 66, den Vers? Wie kann das sein, dass es nicht so... Ich hatte das nicht mehr bemerkt gehabt. Ich dachte, das ist bei ihm bei 67. Mhm. Ich dachte, guck dir das mal an. Die verfälschen sogar den Koran. Heftig, ne? Ja, jetzt, dann ist es ein Vers vorher schon, dann nachher. Das ist so verwirrend auch für die Muslime. Ja, ganz genau wie dieser Vers, was in ihren Händen ist, Mariam. Was war das nochmal? Beina yadehi, ha? Beina yadehi, ja, heißt in ihren Händen. Haben, genau, und was haben die geschrieben in ihrer Übersetzung? Was war das nochmal? Die haben den kompletten Vers verfälscht, ne? Das war, was wir ja genau unternommen haben. Letzte Woche war das. Danke, ja. Andi, danke, mhm. Andi, danke dir. Mhm. Ich sag dir das, das ist legitim bei denen, das ist alles zu verfälschen oder keine klare Übersetzung, weil es ist halt klar, die wollen damit die Leute auch täuschen, dass sie auch die Wahrheit nicht gleich herausfinden, ne? Und da hat der Koran gesagt, der Mohammed hat gesagt, frag nicht nach und forsch nicht nach über andere Religionen, ja, weil der hat das auch bewusst gesagt, weil sonst wirst du auch die Wahrheit woanders erfahren. Und das ist eine Sünde, es ist verboten, wenn du über andere Religionen nachforscht. Es ist verboten. Mhm. Ja, das heißt, dein Gehirn zu nutzen darfst du nicht. Du musst einfach nur dumm bleiben. Ja. Gehirn ausschalten im Islam. Gehirn ausschalten, genau. Danke, danke, Andi. Das ist nicht nötig, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Amir, warum lügst du, ja? Okay, wo habe ich gelogen? Der kommt der nächste. Super, warum super. Du das Koran, es geht warum uns schon wieder, Alkohol wieder los. Nicht haram ist. Warum sagst du sowas? Ja, aber das ist nicht haram. Du siehst doch, dass Allah sagt, ihr könnt euch Rauschtrank machen. Hast du aber, guck mal, du hast vorhin zu den Sura 9, Vers 5 Tafsir aufgeschlagen. Ja. Aber zu diesem Vers hast du kein Tafsir aufgeschlagen. Haben wir? Ja, ist doch klar. Haben wir Tafsir? Das ist doch klar, ist doch klar. Und deutlich, der Vers. Nein, hast also du den, bist du nicht hast in der Lage, Tafsir, das zu verstehen, aber dafür brauchst du ein Tafsir? Nein, nein, du sollst doch verstehen, was damit gemeint ist. Ja, ich verstehe ja, ich habe ja meinen menschlichen Verstand, den ich nutzen kann. Und wenn Allah sagt, ihr könnt euch Rauschtrank zubereiten und gute Speise, was brauchst du da noch eine Erklärung? Nein, 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 nein. Guck mal, bei Sura 9,5, bei Sura 9,5 schlägst du ein Tafsir auf. Aber ja, sagst, weil wir wissen wollten, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Weil ich wissen wollte, ist das ein allgemeingültiger Vers? Darf man ihn auf jedem Platz der Erde anwenden? Oder ist das einfach nur ein Vers, der kontextuell nichts mehr in dieser Zeit zu tun hat? Verstehst du? Das wollte ich ja wissen. Mhm. Aber guck mal, darf ich dir den Tafsir vorlesen, also das zu den 1667? Von wem? Wie von wem? Von wem? Von hier, ich zeig dir. Ich kann die Kamera sogar machen. Mach mich groß. Ja, sag einfach den Namen. Von Allah das heißt, Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain. Ich schließe die Übersetzung jetzt vor, Tamam. Ich möchte wissen, welcher Tafsir das ist, Mann. Wie welcher Tafsir das ist? Hier, ja, von wem ist dieser Tafsir? Von Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain. Von wem? Allah Maududi, wie soll ich dir das noch sagen? Al-Maududi, ja, okay. Es ist ein klassischer neuzeitlicher Tafsir. Willst du dir das jetzt anhören oder nicht? Ja, kannst du machen. Okay, guck. Übrigens impliziert es, dass der Saft der Früchte von Dattelpalmen und Reben zwei Dinge enthält. Das eine ist das, was reine und gesunde Nahrung für den Menschen ist. Und das andere ist, was sich in Alkohol verwendet. Warte. Also das weg. So, Alkohol verwendet. Warte. Diese Frage. Gibt dir das auch noch zu, ey? Lass mich lesen, ja, with. Ich kann nicht. Das ist doch eindeutig, wirklich. Also ich bitte euch, es ist eindeutig. Was heißt der Tachiduna Husukran? Macht von diesem Tank ein Rauschmittel. Was ist Rauschmittel? Das ist Rauschmittel, es ist Alkohol, natürlich.
Ist das heftig? Dann liest er das sogar noch vor und dann bestätigt er das Ganze. Ich kann einfach nicht mehr, das ist heftig. Also der Tafsir bestätigt sowas auch. Oh, lieber Herr, bitte. Ich kann nicht mehr. Echt weg. Warte. Wir holen mal die Einhut rein. Ja. Kann ich reden, ohne dass ihr mich unterbricht? Ohne dass ihr mich unterbricht? Ja, klar, kannst du reden. Gott schön. Also ich habe jetzt den Koran gelesen. Also erstmal Salam alaikum an alle Muslime und hallo an alle Christen. An die wirklichen Christen, die keine Fitna machen. Wow. Ja, ich bin sehr nett, aber ihr seid auch sehr unhöflich so gegenüber Muslimen. Auf jeden Fall habe ich den Koran gelesen. Und du sagst hallo zu uns, ey. Ja, guck mal, wie diskriminierend erstmal, ne, von dir. Ich werde reden, ohne dass ihr mich unterbricht und ihr unterbricht mich. Ich habe den Koran gelesen. Wieso hast du denn keinen Hijab an? Was bist du denn für eine Muslima? Wie kannst du sowas von uns behaupten? Natürlich, wir müssen dich unterbrechen, weil was du jetzt gerade behauptest, das ist halt Bullshit. TikTok-sportlich. Ist das nicht haram, so diese Dings zu haben oder was das da ist, diese komischen Bilder? Natürlich haram. Diese Avatar-Bilder, guck mal, das ist ein Avatar-Bild. Das ist ja das Paradox. Natürlich. Das ist haram. Schminke und alles, um sich zu zeigen, ist alles haram. Ja, die Welt das Duft des Paradieses niemals sehen, ne? Weil sie ihr Gesicht zeigt. Mohammed hat gesagt, eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, ist wie eine HURE. Ja, natürlich. Selbst wenn sie Parfüm trägt und an Männern vorbeigeht, ist sie eine Ehebrecherin, eine HURE. Haram. Also die Frau, die muslimische Frau, die darf noch nicht mal ohne Muharram rausgehen. Die Unreinheiten nicht trinken. Das ist damit gemeint. Ihr braucht hier keine Lügen zu erzählen, okay? Was nochmal? Darum geht es. Was? In Nabil geht es darum, dass man... Warum gehst du denn immer wieder raus? Hast du Prophet Google aufgeschlagen oder was? Glauben euch, tut mir leid, aber das geht nicht. Ihr lügt die ganze Zeit. Wo haben wir denn gelogen? Wo haben wir gelogen, mein Lieber? Schau mal, ich lies mal auf Türkisch. Kann einer von euch Türkisch? Ich kann Arabisch, Türkisch, Deutsch. Ja, was wollt ihr? Dann lies auf Arabisch, bitte. Arabisch zu lesen, Mann. Dann lese ich auf Arabisch, dann hört zu. Aha, okay. Aber du verstehst es doch sowieso nicht. Dieses Mädchen versteht nicht, wenn sie rausgeht, die denkt so, wir hören sie immer noch. Guck dir das mal bitte an. Ja. Entschuldigung, hört ihr mich? Nein, wir hören nicht, wenn du rausgehst. Achso, okay. Also, ich habe gesagt, es geht darum, ich kann Deutsch, ich kann Türkisch, ich kann Arabisch, ich kann auf Englisch lesen und ich kann auch das Arabische lesen, okay? Ja, ich aber was gibt es dir, wenn du es nicht verstehst? Ich verstehe doch die, schau mal, wenn du die Bibel liest, auf welcher Sprache liest du die? Auf Hebräisch oder Aramäisch? Auf Deutsch, weil ich akzeptiere die Übersetzungen. Aber du kannst doch kein Arabisch verstehen. Wie viele Übersetzungen gibt es denn? Wir reden jetzt in der Bibel. Keine Ablehnung jetzt, Mann. Ich habe gelesen. Ich kann euch sagen, worum es in dem Koranvers geht. Es geht darum, dass man die Unterscheidungen haben sollte zwischen Reinheiten und Unreinheiten. Und er sagt auch, man soll unterscheiden, dass man das Blut trennt, okay, wie vom Milch. Also das Blut wird getrennt und da kommt Milch raus und die Unreinheit. Und man soll die Unreinheit nicht nehmen, okay? Das ist Vers 66. Und dann redet er darüber, dass man aus einer Dattelpalme unreine toxische Sachen herstellen kann, wie zum Beispiel ein Getränk. Ja, also und haben wir doch recht gehabt. Raustrank. Ja, aber das und das Inhalt ist ein Raustrank. Panne kann man nur sein. Ja, aber das soll man ja eben nicht machen. Man soll ja auch die Scheiße von der Kuh nicht essen. Also liest nicht jetzt Sura Ennabil 66. Okay, Sura Ennabil 66. Und dann liest du es mir vor. Du hast doch den Koran. Lies es mir vor. Ich kann es aus meinem Kopf heraus. Und von den Früchten der Dattelpalme macht ihr euch Raustrank und gute Speise. Aber das ist nicht, das ist nicht 66. Lies dann 67, was ich zitiere. Ey, seid doch nicht so dämlich, was ich sagen muss, Mann. Sag mir doch 66. Lies es mir doch vor. Die ist heftig, diese Frau, ne? Ohne Spaß. Ja, hast du überhaupt noch einen Verstand, meine Liebe? Ja, habt ihr einen Verstand, dass ihr solche Lügen reinsetzt? Okay, ihr Muslime und dass die Christen zusammengelebt haben? Mach mich nicht wahnsinnig, komm, bitte, mach mich nicht wahnsinnig. Unglaublich,
Es geht um Sure 16, Vers 67. Da kommt die mit 66, was nichts mit 67 zu tun hat. Und dann mit, was soll das? Amir, die wollen das nicht wahrhaben. Sind wir in der Anstalt gelandet oder was? Die wollen das nicht wahrhaben. Einfach Punkt aus. Die wollen das nicht wahrhaben. Ich gehe kaputt. Grüß dich, Amir. Grüß dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Und dir? Ja, ja, auch. Alhamdulillah. Also, Amir, du behauptest, bei Muslimen dürfen wir Alkohol trinken? Ja. Okay, und was ist mit den Versen, wo Allah sagt, begib dich nicht, trinke nicht, denn du kannst das Gebet nicht verrichten. Berauschende Getränke. Sure 4, Vers 43. Du weißt noch nicht mal, wo sich das befindet. Ne? Also Allah hat etappenweise den Alkohol verboten. Er hat sogar therapiert die Menschen. Er hat nicht direkt verboten, sondern therapiert. Langsam, langsam. Er sagt genau diesen Vers, wo du nennst. Pass auf, da gibt's Gutes, aber auch Übles. Verstehst du? Dann zweite Therapie. Zweite Therapie kommt, begib dich nicht in Gebet mit berauschenden Getränken. Also bist du benommen, kannst du Verse falsch rezitieren und alles. Und dann kommt direkte Verbot, Amir. Ja. Also, du kennst dich gut aus. Also, hör auf zu sagen, wir Muslime dürfen Alkohol trinken. Dein Heiliger Geist könnte nicht... Die Frage ist doch, hat Allah Alkohol erlaubt, ja oder nein? Also, du darfst... Hat Allah Alkohol erlaubt, ja oder nein? Allah also, diese Therapie schon macht keinen Sinn. Das kann doch nicht gar nicht kommen. Es geht doch darum, dass Gott es erlaubt hat, Mann. Gott erlaubt... Blödsinn ist das, wirklich, muss ich sagen. Macht keinen Sinn. Die sind alle verrückt in der Birne geworden. Das kann doch nicht wahr sein, bitte, ey. Es ist doch nicht mehr normal mit euch, Mann. Was für Blödsinn, ey. Ich sage zu denen, dein Gott erlaubt es doch. Dann sagt er, der hat sie nach und nach therapiert. Was ist das für ein Gott, der sie therapieren muss, Mann? Das macht keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Der Gott des Islams erlaubt einfach, Rauschtrank sich herzustellen. Und dann sagt er zu den Muslimen, die zum besoffen zum Gebet kommen, kommt nicht zum Gebetsstätte, wenn ihr betrunken seid. Später löst er das Ganze dann ab und sagt, jetzt habe ich es begriffen, dass ich eigentlich das Werk von Satan erlaubt habe in Sure 5, Vers 90. Guck dir das mal an, was Allah da macht, Mariam. Also jeder versucht, eine Selbsterklärung dafür zu finden. Weißt du, ich meine Selbsterklärung. Jeder versucht, sich da rauszureden und eine Erklärung zu finden. Als wäre ich in der Irrenanstalt mit denen hier. Hallo? Hey, ich finde, also nicht negativ verstehen, ich finde die wirklich sehr lustig, so wegen damals MG und so. Auf jeden Fall, ich kann mich nur erinnern, sie haben mal gesagt, so tagtäglich afrikanische Kinder wegen Brot. Das war heftig, ne? Ja, ich habe mich natürlich aufgeregt und da habe ich natürlich einen Fehler gemacht, aber du weißt, worauf ich hinaus wollte, ne? Ja, genau, also ja, so circa. Auf jeden Fall habe ich damals meinen PS4-Account wegen Brot genannt. Wegen also Brot, sind, ne? Ja, ja, wirklich. Sie sind eine Legende auf jeden Fall. Ja, okay. Hast du die ganzen Videos genossen? Ich hoffe, dass du auch sehr viel gelernt hast von meinen Videos. Ja, auf jeden Fall. Sie sind wirklich... Ja, vergiss nicht, wenn du Alkohol trinken willst, Allah erlaubt dir Alkohol zu trinken. Mariam, die lieben dich alle, Mariam. Ja, ich sehe, ihr seid sowas von wundervoll. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ich habe euch alle lieb. Auch einen großen Dank an Andi. Der hat hier gerade richtig reingebrettert. Ey, Wahnsinn, danke, ja, Andi. Danke, Andi. Danke, Andi. Gott segne dich und beschütze dich, ihr Lieben. Gott segne ihr seid alle, so wundervoll. Das ist unglaublich. Therapie. Ich mache auch gerade Therapie. Therapie, hallo? Therapie. Hallo. Hallo. Ich würde eigentlich gerne nur ein paar Leute grüßen. Anan Bongolo, Sippi, Mattes und Yusha Lorando ganz kurz. Ich gehe kaputt.
Ich möchte einfach nur Menschen grüßen. Ich gehe kaputt, wir sind die echten Ehrenanstalt, Leute. Hey. Nein, Joe. Hallo? Hallo, mein Lieber. Was ist eure Meinung zu den ansteigenden Dönerpreisen? Also ich finde das echt eine Schande, aber deine Seele ist uns viel, viel wichtiger und das ist das, was hier zählt. Darf ich noch was fragen? Wir lieben dich. Hallo? Darf ich noch was fragen? Ja. Musstest du nicht auch manchmal damals lachen, wenn du ABK seine Videos geguckt hast? Sei mir ehrlich, damals. Ja, jetzt ich habe doch, hab doch zugegeben in einer der Szene, habe ich doch gesagt, ich muss schon zugeben, du bist schon richtig, richtig lustiger Clown. auch diesen Beef jetzt mit Manuel, ich habe mich totgelacht, das ist unglaublich. Der ABK ist schon so ein richtig mieser Typ, ey. Das ist schon einer, gell, ey, an der ABK. Ja, möge der Jesus Christus ihm seine Augen öffnen. Amen. Kannst du einen Dönerladen empfehlen, so? Ich weiß nicht, aus welcher Stadt du kommst. Dr. Sheikh Abu Amirs Dönerecke, da kannst du gerne hinkommen und dir deinen Döner holen. Ich hab den besten Kebab der Stadt mit Döner integriert. Ich geh kaputt, ey. Aber Amir, aufpassen, mit Halal-Fleisch muss sein, ne? Halal-Fleisch. Ja. Da gibt es einen Muslim, der hat einmal, was war das? Der hat Rattenfleisch verkauft und hat den Veganern das so als veganes Fleisch verkauft. Der Typ hat voll die Kohle damit gemacht, bis eines Tages beim Gesundheitsamt kam und das herausgefunden hat. Da musste der Strafe zahlen. Aber der hat so viel Geld gemacht, dass das locker für ihn war. Mit Rattenfleisch. Oh mein Gott. Einfach Rattenfleisch. Möge Allah eure Sünden wirklich so krass behandeln. Ne? Bitte guck mal, wie die aussieht und was die da sagen. Guck mal, mit Haaren offen geschminkt. Wow. Hübsch. Masha'Allah, guck mal, wie die aussieht. Und dann sagt sie doch, Islam wird siegen. Ja, aber dann wird das ein Verhängnis für dich. Ja, also wir sind noch im Krieg, damit er siegt, oder? Wie kannst du denn mit so einem Aussehen den Islam denn folgen? Die werden dich doch um die Ecke bringen. Du wirst doch man darf nicht schwören, weißt du das? Du wirst eine SEX-Sklavin. Du bist keine Muslima. Du wirst eine Jaria sein. Ja, wenn er siegt, wenn der Islam siegt, dann bist du geliefert. Dann musst du Hijab anziehen, du musst zu Hause bleiben. Also du willst, dass der Islam siegt. Was redest du, wenn er nicht aussieht? Ja, vielleicht ist dein Koran, dein Mohammed befehlt dir so. Was? Dein Mohammed befehlt dir das. Du bist ein Aura. Du darfst nicht mehr rausgehen. Wenn ich eine Muslimin bin, heißt das nicht, dass ich... Du bist doch keine Muslimin, meine Liebe. Das kannst du nicht Muslima nennen. Eine Muslimin verhüllt sich, Mann. Hier, Niqab. Ja, eine richtige Muslimin, die muss sich verhüllen. Oh mein Gott. Natürlich. Du liebst jetzt deine Muslimin. Du kannst doch nicht Muslimin nennen. Was ist das denn bitte? Mohammed hat gesagt, du wirst den Duft des Paradieses niemals riechen. Bist du dir sicher, dass du wirklich ein Muslime warst? Ja, 100%ig. Und wie kannst du nur, ich verstehe das nicht. Wie kann man nur von der Islam rausgehen? Du siehst doch, dass wir uns auseinandergesetzt haben. Hier, Mariam war Ex-Muslima, ich bin Ex-Muslim. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben den Islam verlassen. Du hast noch niemals den Koran aufgeschlagen. Du hast gar nichts, Kollege. Du bist einfach nur live und willst hier Fame und mehr willst du nicht. Nenn mich Kollege, soll ich dich doppelteilen? Nenn mich Kollege. Du bist Muslimen, verstehe ich gar nicht. Warum beleidigst du den Islam? Wer bist du? Was erlaubst du dir? Auf Ernst, was erlaubst du dir? Aber ich schütze dich doch, meine Liebe. Möchtest du, dass du eines Tages von deiner Religion zur Rechenschaft gezogen wirst, oder was? Hä, hey, oh mein Gott. Gehen irgendwelche Muslimen live und beleidigen deine Religion? Ohne Ende. Mhm. Auf gar keinen Fall. Die gehen, wenn schon live und sagen, Leute,
Jesus ist kein Gott, sondern ein Prophet. Mehr ja, das ist doch schon eine Beleidigung, ja. Siehst du? Und die Christen glauben, dass Jesus Gott ist. Das ist keine Beleidigung, das ist keine Beleidigung, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Ja, aber im Koran steht doch, dass Jesus Gott ist. Im Koran steht, dass Jesus Gott ist. Das steht nirgendwo, Junge, was laberst du? Sag dir mir, im Koran steht das. Was laberst du da? Richtiger Haftbefehl. Hast du Unterricht bei Haftbefehl genommen, oder was? Junge, red von Junge. Allah red von Junge, Digga. Was soll das? Du bist der richtige Prototyp, Muslim. Digga. Aber jetzt bist du ekelhaft. Oh mein Gott. Was geht hier bloß los, ey? Das ist was so. Was ein Rambo. Ja, man hat geschrieben Rambo. Richtige Rambolina. Das war Rambolina, ey. Heftig. Hm. Oh mein Gott. Richtige Rambolanda. Yolanda Rambolanda. Ist das ewig? Ja. Haftbefehl. Siehst du, der Haftbefehl schickt direkt hier was rein. Hat einen Job. Hallo? Hallo? Der wollte nicht schreiben. Oh. Hallo. Galaxy. Hi. Wie geht's euch? Handel Jesus, wie geht's dir? Ich will eine Frage, machst du dich über den Islam lustig oder ist es einfach so dein Content? Nee, es kommen immer lustige Sachen, da muss ich halt darüber lachen, aber... Aber du kannst dich auch ganz normal mit jemandem unterhalten, obwohl die Person Moslem ist oder nicht. Ja, wir unterhalten uns ja, wenn jemand ganz normal gediegen hier reinkommt und vernünftig diskutieren kann, warum nicht? Aber das Mädchen gerade, ihr habt die voll rausgemobbt. Sie hat nicht mal was Schlimmes gesagt. Stimmt nicht. Was für rausgemobbt? Sie hat sich doch selber rauskatapultiert. Hast nicht gesehen, wie die geredet hat mit uns? Mhm. Also wenn man die hat sich aber selbst blamiert. Auch normal. Ist ja auch schön, aber ich weiß nicht, dieses ganze Negative, ich weiß nicht warum. Ja, was hältst du denn von jemandem, der zum Beispiel sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt, TikTok-sportlich? Ja, aber warum setzt du das denn mit dem Islam in die Verbindung? Ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Wer hat sowas gesagt? Mohammed hat sowas gesagt. Warst du dabei? Ich hab's hier vor mir. Wo? Wann? In welchem Zusammenhang? In einem authentischen Bericht, Omar ibn al-Khattab hat seine Frau in der Nacht weggeboxt und dann hat ein anderer Sahabi, ein anderer Kollege ihn auseinandergehalten, ihn und seine Frau, und dann hat er zu ihm gesagt, komm mal her, ich will dir etwas sagen, was ich vom Gesandten Allahs gelernt habe. Ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau wegboxt, TikTok-sportlich. Und das steht im Koran so? Das steht in einer authentischen Überlieferung bei Sunan ibn Majah, Hadith 1986. Solche Sachen, rein menschlich, ergibt sowas keinen Sinn, dass jemand überhaupt sowas gesagt hat. Ja, aber im Koran steht doch auch, dass man die Frauen schlagen darf, in Sure 434, TikTok sportlich. Dass man Frauen schlagen darf, steht nirgendwo. Doch, in Sure 434. Sowas, doch, darf man das. Ja, Mariam ist Araberin. Mariam, diesmal. Ja, wir wollen uns ja hier in diesem Content, in meinem Livestream über Glauben allgemein reden. Ja, aber wir können über alles Mögliche reden. Aber meistens ist es halt der Glaube, der im Vordergrund steht. Aber warum hast du dich jetzt für den Christentum entschieden? Du warst ja, soweit ich weiß, selber Moslem. Genau, ich habe mich auseinandergesetzt mit meiner Religion, habe Dinge herausgefunden, die ultra schwierig sind und habe dann herausgefunden, dass der Islam Lügen verbreitet gegenüber dem Christentum und der Bibel im Allgemeinen. Und habe herausgefunden, dass der Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist, authentisch berichtet in der Bibel. Und dass der Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Ergibt es für dich Sinn, dass ein... Gott segne dich. Ergibt es für dich Sinn, dass man sagt, dass ein Mensch Gott ist? Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christus hat sich ja selber angekündigt. Er war schon von Ewigkeit her.
Und er sagt es selber, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 1, 17 bis 18. Aber, also ich weiß nicht. Also ich bin wirklich nicht so dieses... Du bist gerade sehr überfordert, weil du mit jemandem sprichst, der sich damit auseinandergesetzt hat. Nur, was ich mir so denke, ist, ich kann es rein so von meinem Gehirn aus einfach nicht... ja, dann ist es ein Problem mit deinem Verstand, der das nicht zulässt. Aber du kannst doch nicht sagen, dass Jesus Christus das nicht so in der Bibel so gesagt hat. Verstehst du, meine Liebe? Also gehst du davon aus, dass Jesus die Bibel geschrieben hat? Nein, davon gehe ich nicht aus. Er hat das gesagt, die Leute haben es aufgeschrieben. Also, ja okay, die Bibel wurde von ihm sozusagen gesagt und von anderen aufgeschrieben. So ist das. Er hat seine Jünger gehabt, seine Apostel, und die sind dann losgezogen, haben sein Wort verbreitet überall. Und warum denkst du, dann gibt es andere Religionen, wenn doch das Christentum die wahre Religion ist? Wir haben überhaupt gar keine Religion. Religion kommt von Satan, von dem Widersacher. Der Herr Jesus Christus macht ja genau das Gegenteil von Religion. Religionen sagen, mach und tu und vielleicht wirst du errettet. Der Herr Jesus Christus aber liebt uns so sehr, dass er die Form eines Menschen angenommen hat, um für uns zu bezahlen. Denn er weiß, dass wir das nicht schaffen und schwach sind. Deswegen hat er uns allen Menschen die Tür zur Gnade geöffnet. Wir müssen nur einmal Ja sagen in unserem Leben und unsere Schuld vor ihm bekennen und bereuen. Und dann sind wir auf dem Weg zum ewigen Leben. Was du am Islam positiv findest, weil es gibt von allem Negatives und Positives. Nee, der Herr Jesus Christus spricht nur von positiven Dingen. Warum sollten wir denn nicht jemanden folgen, der sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen? Ich verstehe nicht, warum. Also ich weiß, ich bin jetzt kein Gelehrter oder so, dass ich jetzt sagen kann, so und so. Ich glaube, das, woran mein Herz glaubt, woran ich glaube, dass es richtig ist, muss ja nicht immer das Richtige sein. Aber ja, es gibt ja auch Pädophile, die glauben, dass Kinderschänderei etwas Schönes ist, weil ihr Herz das so gefällt. Ist das auch okay dann, oder was? Ja, aber es ist jetzt nichts Negatives, woran ich glaube. Ich tue ja niemandem weh. Für ihn ist das ja auch nichts Negatives. Für ihn ist es das Schönste auf der Welt, sich an einem Kind zu vergreifen. Aber ich tue ja niemandem weh damit. Entschuldigung. Wenn ich pädophil bin, dann tue ich ja jemandem weh damit. Ja, aber er denkt, dass es das Schönste für ihn ist. Und du denkst, dass das das Schönste für dich ist. Und er denkt, dass das das Schönste für ihn ist. Verstehst du? Ja, wo kommen wir denn dann alle hin, TikTok-Sport? Ich denke für mich selbst. Ich tue ja niemanden weh. Ich tue ja niemanden zwingen, meinen Glauben anzunehmen. Und diese Person, ja, aber was machst du denn, wenn zum Beispiel Mohammed den Glauben anderen Menschen aufgezwungen hat? Und zwar unter Gewalt, TikTok-sportlich. Aber du sagst mir so Sachen, von denen ich nichts weiß, beziehungsweise... Ja, weil du dich noch niemals damit auseinandergesetzt hast, meine Liebe. Du kommst hier hin mit einem 0,00 Wissen, verstehst du? Du kannst nicht etwas sagen, dass so passiert ist, wenn du keine hundertprozentige Quelle dazu hast. Okay, es steht in der Bibel, aber die Bibel, laut dem Islam, wurde die Bibel ja oft genug geändert. Warum soll ich jetzt daran glauben? Überhaupt nicht, kein einziges Mal. Wir haben die Schriftrollen Jesajas gefunden. Die sind 200, 300 Jahre datiert vor Jesus Christus und die stimmen mit unseren Bibelübersetzungen überein. Was sagst du dazu? Die Bibel, dass die von da... Warte mal, ich lese gerade die Kommentare, deswegen komme ich nicht mit. Du sollst nicht auf die Kommentare achten, du sollst mit mir reden. Das ist unhöflich. Also, du sagst, dass du eine hundertprozentige Quelle hast, dass dies ja, alles wir haben damals... Wir haben die Jesaja-Schriftrollen gefunden am Toten Meer. Und ganz zufällig... Ach so, und die kann nicht jemand selber geschrieben haben? Nein, um Gottes Willen. Das sind ja die Schriftrollen Jesajas, die gefunden worden sind am Toten Meer. Wer gibt dir die hundertprozentige... Wie nennt man das? Hundertprozentige... Wer weiß. Ja, du siehst ja, dass Wissenschaftler das untersucht haben. Und das auch genug wissenschaftliche oder generell hundertprozentige Argumente. Was hältst du denn von einem Gott, der sagt, dass ihr Frauen Spermien habt, das sich zwischen euren Rippen befindet? Also ganz, warte mal. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, der Gott des Islams sagt, dass ihr Frauen Spermien habt, das sich zwischen euren Rippen befindet. Ich weiß ja nicht, warum du sagst, Gott des Islams. Soweit ich weiß, glauben wir alle an denselben Gott. Nein, der Gott des Islams hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Nee. Leute, also für euch das so, aber für mich gibt es da keinen Unterschied. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, dann glaubt er an denselben Gott wie ich. Nein, überhaupt nicht. Mir scheißegal. Was ist, wenn ein Satanist zu dir kommt und sagt, wir glauben an denselben Gott? Aber der glaubt ja nicht an denselben Gott wie ich. Ja, für ihn gibt es ja auch nur einen Gott und das ist Satan. Satan ist aber der Teufel. Ja, und für uns ist Allah der Teufel, genau, richtig. Weil aber es gibt nur einen Gott und das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. TikTok sportlich. Es gibt Millionen, Tausende von Menschen, die daran glauben, wenn du sagst, deren Gott ist für mich ein Teufel, ist das respektlos. Das ist nicht mal eine Meinung.
Ja, aber warte mal, wenn du Muslime fragst, an was für einen Gott die Christen glauben, dann sagen die Muslime, die eindeutig, sie beten nicht den gleichen Gott an. Ja, wir glauben an einen Schöpfer, der das ganze Universum erschaffen hat, aber doch nicht an denselben Gott. Und ich sag trotzdem, wir beten denselben Gott an, egal ob ich Moslem bin oder Christ. Das stimmt nicht. Mein Gott sagt zum Beispiel nicht, dass die Frauen Spermien haben, das aus ihren Rippen rauskommt. TikTok-sportlich. Aber welcher Gott sagt sowas? Also, Allah sagt sowas. Mohammed und Allah sagen sowas. Kannst du an so einen Quatsch glauben? TikTok-sportlich. Du sagst selber, dass das Quatsch ist. Das kann gar nicht stimmen, wenn du selbst schon sagst, das ist Quatsch. So, ja, deswegen verlassen ja Millionen von Muslime weltweit den Islam, weil der Islam hier, weil der Koran so ein Blödsinn erzählt. Genauso Millionen von Muslime zum Millionen von Christen zum Islam oder generell. Ja, das sind dann zwei falsche Fufis gewesen. Das ist ja, das sind ja Leute, die sich niemals mit der Schrift auseinandergesetzt haben und aus blöden Emotionen oder dummen Entscheidungen dann eine Entscheidung für den Islam getroffen haben. Aber wenn du eine tiefe Studie unternimmst, merkst du auf einmal, dass der Islam überhaupt nicht die Wahrheit ist. Alles wissenschaftliche Unsinnigkeiten, die dort drin also stehen. Bist du mit deinem Glauben so 100% zufrieden? Und aber eine Million prozentig. Guck mal hier. Ich lese dir das mal vor aus der Sure 86, Vers 6 bis 7. Und das ist eine Auslegung von Ibn Kathir. Du kannst ja mal googeln, wer dieser Typ ist. Da wirst du Schock bekommen. Der Stern von Tariq, Qatada und andere haben gesagt, der Stern wurde Tariq genannt, weil er nur nachts sichtbar und tagsüber verborgen ist. Seine Ansicht wird durch das gestützt, was ihm erwähnt wurde, authentischer Hadith. Der einem Mann verbietet, zu seiner Familie Tariq zu kommen, das bedeutet, dass er nachts unerwartet zu ihnen kommt, was Allahs Aussage betrifft. Und hier heißt es weiter. So. Warte mal ganz kurz, Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde. Hier. Und er ist es, der die Schöpfung hervorbringt. Dann wird er sie wiederholen. Und das ist für ihn einfacher. Sure 30, Vers 27. Dann sagte Allah, er wird aus hervorsprudelndem Wasser erschaffen. Das heißt, die sexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorströmt. Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt. Aus diesem Grund sagt Allah, ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen. Jetzt pass auf. Das bedeutet das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau. Ja, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, richtig, weil Allah nicht der Gott ist. Das ist das Problem. Muslime wissen das nicht. Muslime schwimmen in allergrößter Gefahr, weil sie in einer Lüge stecken. Weil sie ihre geistliche Freiheit nicht zurückbekommen haben. Das ist das große Problem. Sie gehen nicht auf die Suche. Sie glauben blind ihren Imam und Schiuchs. Ja, und wenn man zum Beispiel hier sitzt und mit dir redet und dir blind vertraut, macht man doch im Prinzip. Nee, ich sage ja, ihr könnt ja selber den Tafsir von Ibn Kathir aufschlagen und das machen die meisten gar nicht. Pass mal auf, lass mich mal weiter zitieren. Guck mal hier. Das bedeutet, das Rückgrat und oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau sich auf ihre Brust bezieht. Shabib bin Bishr berichtete von Ikrama, der von Ibn Abbas überlieferte, dass er sagte, ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen, das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frau. Es ist die Flüssigkeit. Jetzt pass auf, ihr Frauen habt gelbe Flüssigkeit, Spermien und von feiner Textur. Das Kind wird nur aus beiden geboren. Das heißt, ihre sexuelle Flüssigkeit, was Allahs Aussage betrifft. Also Allah glaubt, dass die Flüssigkeit des Mannes sich mit der Flüssigkeit der Frau so vermischt und daraus das Kind entsteht. Hast du so ein Blödsinn schon mal gehört? TikTok sportlich? Allah, weißt du nicht mal, dass die Frauen ein Ei haben? Weißt du, was ich denke, ich sag ehrlich, ich denke, dass so Leute wie du solche Übersetzungen selber liefern, damit solche Menschen wie die okay, in deinem Chat Ich danke dir. Meine eigene Übersetzung. Komm bitte, bitte komm nie wieder hierhin. Bitte komm. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Meine eigene Übersetzung. Wie Panne muss man nur noch sein? Wie Panne kann man nur noch sein? TikTok sportlich. Hallo, mein Lieber. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Friede sei mit dir, mein Lieber. Danke. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, wie geht's dir? Alles gut, Gott sei Dank, Alhamdulillah, Bruder. Schön. Freut mich. Wallah. Hast du das gerade mitbekommen, was ich gerade vorgelesen habe? Habe ich mitbekommen, Bruder. Das ist schon heftig, ne, dass Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen rauskommt und wenn die beiden sich dann zusammen vermischen, dass daraus das Kind entsteht. Das ist unglaubliche Blödheit, ne? Das ist Wahnsinn. Die Sache ist so, mein Lieber,
Du weißt, dass Gott uns ja erschaffen hat und wir haben ja irgendwo Grenzen, weißt du? Wir haben ja irgendwo Grenzen. Also wir haben Cut im Gehirn, im Verstand. Beim Sehen haben wir Cut. Beim Hören haben wir eine Grenze. Ja. Das Universum ist so groß, Bruder. Ja. Dass wir zurück, 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 aber irgendwann mal können wir nicht mehr zurückdenken. Oder zurückschauen oder nach vorne schauen. Wie auch immer, Bruder. Und du weißt selber, die Worte im Evangelium oder in der Tora oder im Koran sind für die Menschen, können manchmal nicht verständlich sein. Also man hört manchmal auch Zitate, wie zum Beispiel auch in der Bibel. Das hört sich Gewalt nach Gewalt an, auch im Koran, nach Krieg oder sonst was. Aber du weißt selber, das ist meistens nicht so. Und du sagst Sachen zum Beispiel auch, Bruder, zum Beispiel die Überlieferungen. Ich sag dir selbst, dass manche Überlieferung ich auch nicht so, wo ich denke, das passt doch nicht. Weißt du, was ich meine? Das passt irgendwo nicht zusammen. Und die Überlieferung, wenn diese Überlieferung, diese Worte, die du sagst, im Koran stehen würden, also an allen Überlieferungen, würde ich mit dir Hand in Hand gehen, Bruder. Würde ich dir sagen, komm, das, was du sagst, stimmt, aber du weißt selber, Ich habe dir doch gerade eben gesagt, wo du es so findest, das übereinstimmt nicht mit dem Koran. Vieles, was in der Bibel steht. Du siehst, dass ich gerade den Tafsir vorgelesen habe, zu Sure 86, Vers 6 bis 7. Ne? Richtig, ich sage dir nicht, glaubt, dass du... Der Allah glaubt, dass die Frauen Spermien haben, TikTok-sportlich. Das ist eine wissenschaftliche, das ist eine wissenschaftliche Katastrophe. Bruder, was in der Überlieferung steht, nochmal, was in der Überlieferung steht, das ist ein Unterschied zu dem Koran. Im Koran ist ein geschützte Worte. Das heißt, im Koran, wenn du mir irgendwelche Sachen sagst aus dem Koran, was nicht verständlich ist, würde ich dir sagen, du hast recht. Aber es ist alles verständlich. Djihad, wer erklärt den Koran denn am besten? Was meinst du? Ich und du auf jeden Fall nicht, Bruder. Ich und du auf jeden Fall nicht. Und auch die Gelehrten. Ich und du überhaupt nicht, genau. Was habe ich denn gerade eben gemacht? Was meinst du? Wie meinst du das, mein Lieber? Was habe ich gerade eben gemacht, als ich zum Beispiel jetzt die Sure 86, Vers 6 bis 7 vorgelesen habe? Was habe ich danach gemacht? Weiß ich nicht, sag mir mal bitte. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe den Tafsir aufgeschlagen, die Erläuterung, weil dieser Tafsir, den ich aufgeschlagen habe, zurückzuführen ist zu Muhammad. Verstehst du? Ich verstehe dich. Ich bin voll, also ich bin mit dir. Der Muhammad selber sagte ja, guck mal, der Muhammad selber sagte in Sahih al-Bukhari, guck mal, was er hier behauptet. Daran merkt man, dass er überhaupt niemals ein Prophet war und die ganzen Araber zu der damaligen Zeit hinters Licht geführt hat und die ganze Zeit behauptet hat, ein Prophet zu sein. Das ist unglaublich. Da, Bruder, darf ich dich was fragen? Ja. Es gibt ein winziges, kleines Beispiel im Koran, was erwähnt wird, über die Ameise. Ja. Über den Prophet Solomon. Du weißt selber, Solomon war ja auch ein besonderer Prophet. Er hatte die Eigenschaft, mit Tieren zu kommunizieren und mit Dschinns. Ja, aber lenk jetzt nicht ab, wir sind ja gerade bei einem anderen Thema, oder? Nein, ich will dir nur damit sagen, weil du sagst, der Prophet kann kein Prophet sein oder er hat nichts ein Wunder gebracht. Ich will dir nur dieses Beispiel sagen. Der Mohammed wissenschaftliche Katastrophen hier sagt, die absolut ihn als einen falschen Propheten darstellen, weil er das von Allah bekommen hat. Du weißt ja, dass der Mohammed niemals aus sich selber redet, sondern das, was Allah ihm eingibt, richtig? Vom Erzengel Gabriel. Der ihn die Botschaft gebracht hat. Genau, von wem kriegt er die Botschaft? Ja, aber von wem kriegt er? Aha, siehst du, so ist es. Von Allah und der Erzengel Gabriel bringt ihn die Botschaft. Der einzige Prophet, der mit Gott gesprochen hat, war Moses. War Moses, der einzige Prophet, der mit Gott gesprochen hat, war Moses. Aber lass mich nur das kurz mal erzählen, mein Bruder. Gib mir mal bitte nur diese 2 Minuten. Der Prophet Solomon hatte die Eigenschaft gehabt, mit Tieren zu kommunizieren. Er lief mit seiner Armee durch einen Acker und stoppte seine Armee wegen einem Ameisenhaufen. Und da sprach eine Ameise und sagte, hinein in eure Löcher, da euch nicht zertreten, töten. Jetzt hör mal. Und da lachte der Prophet Solomon, weil er das hörte von dieser kleinen, winzigen Ameise. Das steht im Koran seit ca. 1400 Jahren. Wissenschaftler vor 60 Jahren haben jetzt entdeckt, es gibt eine weibliche Ameise,
die den Befehl gibt, eine weibliche. 60 Jahre, vor 60 Jahren. Und da steht vor 1400 Jahren, der Prophet im Koran gebracht hat, durch den Engel Gabriel. Ich will nur damit sagen, es ist ein winziges, kleines Beispiel. Und das ist, was interessant ist, mein Bruder. Das ist das, wo der Kopf, wo der Verstand Klick macht. Wo man sagt, woher wusste er das, zum Beispiel. Du gerade deine eigene Interpretation da reingehauen? Nein, Bruder, das steht wirklich im Koran. Das steht Nein, hast im Koran. Du deine eigene Interpretation da reingehauen? Oder hast du gerade eine Interpretation von den größten Koran-Kommentatoren vorgelesen, damit man versteht, was damit gemeint ist? Oder hast du einfach selber interpretiert, wie du möchtest? Nein, ich habe nichts interpretiert oder sonst was. Ja, dann kannst du ja auch die ganze Zeit so interpretieren, wie ich will im Koran oder wie. Nein, Bruder, das steht so im Koran. Das steht so im Koran drin, Bruder. Ich will dir nicht irgendwie was jetzt, ich will dir nur sagen jetzt, denk jetzt nicht, ich bin Muslim, okay, ich bin Muslim. Ich hätte das niemals bestätigt, diesen Islam und den Koran, wenn diese Sachen nicht bei mir im Kopf Klick gemacht hat. Diese Überlieferungen manchmal, Spermien und dies und das, glaub mir, Bruder, ich nehme das manchmal ernst. Ich nehme das nicht ernst, weil es nicht im Verstand ist. Also ne? Weil es geht du nicht im Verstand rein, Bruder. Es geht nicht im Verstand rein. Ja, weil das eine Lüge ist, das weißt du ganz genau. Mohammed hat gelogen, verstehst du? Bruder, nein. Das sind Überlieferungen. Aber was der Koran... Was bedeutet Sahih? Was bedeutet Sahih? Bruder, ob es Sahih steht oder Da'if oder... Ja, aber was sag den Leuten mal, du bist doch Araber. Sag den Leuten mal, was bedeutet Sahih al-Bukhari? Sahih bedeutet authentisch. Dankeschön, das war's. Ja, das bedeutet authentisch, Bruder, aber... Yeah. Ach, Bruder, guck mal, wir können zusammen... Ich weiß, du siehst anhand der Hadithe, du kannst ja den Hadithen überhaupt gar nicht mehr vertrauen, weil das alles Quatsch ist. Weil der Mohammed als ein sehr, sehr bösartiger Mensch dargestellt wird. Du siehst ja, dass er sogar seinem Bruder. Adoptivsohn die Frau ausgespannt hat. Kennst du die Geschichte? Nein, Bruder, nicht alle Überlieferungen. Jetzt zum Beispiel... Es gibt viele Überlieferungen, die im Verstand reingehen und sagen, okay, es hat Sinn. Jihad, stell dir mal vor, ich wäre dein Kumpel und hätte zu dir gesagt, Jihad, guck mal da vorne, siehst du dieses Dorf, da sind Blondinen, lass uns die mal angreifen und diese Blondinen da drin erobern. Nein, geht doch nicht, Bruder. Natürlich geht nicht, Bruder. Sowas geht. Warum hat es Mohammed gemacht? Nein, Bruder, ich kann doch nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, er hat das so getan, Bruder, das geht nicht. Das steht im Koran, Sure 1949, Jihad. Das steht doch nicht so, Bruder. Doch, in Surat At-Tauba, Aya 49. Hast du das vor dir? Ja, habe ich hier vor. Lies mal bitte. Ja. Wie die immer hier Werbung schalten auf diese Koran-App, kennst du? Die wollen viel Geld damit verdienen. Die wollen die Geld verdienen, natürlich. Überall wollen die Geld verdienen. Die wollen viel, viel Schluss machen. Sura 9, Vers 49, jeder kennt das. Warte, ich hole ganz kurz Mariam rein, damit sie uns den Tafsir vorlesen kann. Mariam, bist du noch hier drin? Tafsir, also willst du jetzt eine Überlieferung oder aus dem Koran? Aus dem Koran und dazu die Erläuterung dann. Na, lies ruhig. Ja. Kannst du Arabisch? Nee, leider nicht. Na, du kannst nicht lesen und schreiben und so? Leider nicht. Hier heißt es, Sure 9, Vers 49, unter ihnen gibt es manche, die sagen, erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Und jetzt, wenn du die Auslegung zu diesem Vers liest, von Imam At-Tabari, kennst du den? Nee, leider nicht. Ja, das ist einer der höchsten sunnitischen Gelehrten, also der Mufassirin aller Mufassirin. Ja. Er sagt zum Beispiel zu dem Vers, dass Mohammed... Das ist damit gemeint, dass Mohammed in der Schlacht von Tabuk zu Al-Jad sagte, ey Al-Jad, hier vorne ist Tabuk, siehst du das? Da sind diese Römer, da sind diese Blondinen, lass uns da mal angreifen und die Blondinen mal erobern.
Aber so steht es doch nicht drin, Bruder. So steht es doch nicht drin. Ich sag ja, du kannst ja Sure 9, Vers 49 und dazu den Tag sehen von At-Tabari. Okay, okay, aber guck mal, wenn ich das jetzt. Bruder, wenn ich das jetzt so lese, da wird weder Mohammed erwähnt, da wird weder Mohammed noch erwähnt, noch irgendetwas. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, Mohammed hat so gemeint, weil er wollte die Blondine erobern. Da würde ich doch niemals meine Hand ins Feuer legen und sagen, ja, so ist das. Ich bestätige, ich laufe mit dir. Vielleicht bringt er mich in die Hölle, Bruder. Vielleicht bringt er mich durch Sunnah. Ich sage zu dir, was habe ich gerade zu dir gesagt, mein Lieber? Was habe ich gerade zu dir gesagt? Ja, aber ich kann es doch nicht so bestätigen, dass es so ist, Bruder. Im Koran steht... Habe ich dir gerade eben gesagt, du kannst ruhig den Tafsir von Imam At-Tabari aufschlagen, damit du das bessere Verständnis hast. Bruder, wie wär's denn? Wie wär's denn? Ach so, da ist Pfarrer. Hier, guck mal, da kommt jetzt. Schick mir mal eine Anfrage, Pfarrer. Wie ist denn eigentlich dein richtiger Name, Bruder? Amir. Amir? Ja. Amir al-Mu'minin. Schöner Name. Wallah, schöner Name. Ja, bedeutet Maschallah, Prinz. Amir. Mashallah. Danke. Wallah, mashallah. Guck mal, guck dich mal an, du hast schöne Zähne. Schöne Ausstrahlung. Ich habe Nur in mein Gesicht. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, siehst du, ich hab gestern auch zu dir gesagt, Amir, siehst du, Jesus, der strahlt uns über, weißt du, strahlt in unser Gesicht. Farah, Uchti, kannst du mal bitte den Tafsir von At-Tabari aufschlagen zu Sure 9, Vers 49, bitte? Amir? Ja. Lass uns nach vorne blicken. Ich will nach vorne blicken. Ich wünsche mir von Herzen, dass du das eine Entscheidung für Jesus Christus triffst. Nein, Jesus ist in meinem Herzen. Jesus ist und bleibt in meinem Herzen, Bruder Amir. Nein, du glaubst doch an den richtigen Jesus. Doch, es ist der gleiche, Bruder, es ist der gleiche. Nein, du kannst doch nicht sagen, dass Jesus nur ein Prophet ist. Er ist der ewige Sohn Gottes. Er sagt selber, ich bin der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Unter uns, unter Christen und Muslime ist nur, wie man sagt, ein dünner Fadenunterschied. Nein, wir haben einen riesigen, gewaltigen Unterschied. Die Christen glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die Muslime glauben an Allah. Bist du der Weißt du, dass Allah ein Schienbein hat? Weißt du, dass Allah ein Schienbein hat? Astaghfirullah, Bruder. Nein, Bruder. Bruder, weißt du, was in der Bibel steht über Gott? Du sollst dass er allmächtig ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt, dass Amir, wenn wir ihn anbeten wollen, wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen, Amir, in einem Schienbein. Amir, jetzt will ich mal was fragen. Der Moses, war doch der Einzige, der mit ihm sprechen konnte, richtig? Mit Gott? Nein, die ganzen Propheten haben mit Gott gesprochen. Jeremia, Jesaja, Zacharia und die ganzen anderen Propheten haben alle mit Gott gesprochen. Abraham. Vater. Nein, Bruder. Ja. Wir reden jetzt von live. Warte mal, Jihad. Warte mal, Tafsir At-Tabari al-Bukhari oder Ibn al-Kathir? Nein, bitte welche? Von At-Tabari zu Sure 9, Vers 49. Damit die Leute das hier sehen, weil die kennen das nicht. Wallah, du heißt Überlieferung ab heute. Mr. Überlieferung. Wallah, Mr. Überlieferung. Wallah. Amir Überlieferung. Der Überlieferung. Nicht der Lieferant, der Überlieferung. Lieferando. Ich liefere dir immer viele Hadith und Überlieferungen. Amir, Wallah. Wir sind nur ein Stäubchen auf dieser Erde, mein lieber Bruder. Wir sind nur ein Stäubchen. Hast du recht, wir sind wirklich nur ein Stäubchen. Aber ich habe meine Entscheidung. Wir sind nur ein Stäubchen. Wir nehmen Worte manchmal in unsere Seele, in unsere Herzen und geben das in der Öffentlichkeit. Möge Allah uns verzeihen und vergeben, Bruder. Wallah. Allah kann niemanden verzeihen. Wie will denn ein Schienbein uns etwas verzeihen, Mann? Nein, Bruder, guck mal, die arabischen Christen. Wie nein, Bruder? Allah. Der sagt selber, der Allah hat ein Schienbein, Mann, sagt Muhammad. Amir, wenn du sagst Allah, wir wollen ja, die Christen rufen ja auch Allah und sagen Inshallah, ja, Alhamdulillah. Sie nennen Allah, für sie ist Allah der dreieinige Gott, nicht Allah aus dem Koran. Bruder Amir, auch die Aramäer rufen Allah. Okay, ja, wie passt das zusammen, Jihad? Die Juden wie passt sagen das zusammen? Okay, wie passt das zusammen in der arabischen Amir, Bibel? Hallo Amir, warte mal, ich bin Aramäer, Jihad, ich bin Aramäer. Und ich weiß jetzt genau, was du meinst. Weißt du, unser Allah ist nicht so wie
Alleho. Ja. Alleho. Aber ist doch das Gleiche, meine Liebe. Warum das ist nicht das Gleiche, bitte? Was ist das Unterschied? Du kannst googeln, du kannst es in die Wikipedia eingeben. Die Juden, Christen und die Muslime, der wahre Gott ist Allah. Sein Name ist Allah. Ja, aber die haben das genommen. Islam hat von uns genommen. Er hat von unserer Schrift und unserer Prophet so viel genommen. Verstehst du, was ich meine? Ja, er hat, ja. Ja, er hat, das heißt, er hat nicht was Neues gebracht, Islam. Weißt du, er hat die Allahu, das ist eine Syriai, das ist ein Wort von Syri, weißt du, Aramäer. Syrien, und er hat dann, ja, der Prophet Mohammed hat er das mitgenommen, der hat genommen. Glaub, die Syrianien und die Aramäer sind ein altes, uraltes Volk. Die gehören zu unserer Familie. Ja, wir gehören. Guck ja, das war so lustig. Farah. Amir. Der Prophet Abraham. Seine Name ist Abraham. Er hatte zwei Frauen. Eine Hebräerin und eine Araberin. Von diesen zwei Frauen bekam er die Kinder Ismail und Isaac. Ja. Der Vater der Propheten. Der Opa der Propheten. Und Isaac und Ismail, sein Stammbaum führt bis zu dem Propheten Mohammed. Das stimmt nicht. Der Mohammed hatte nichts mit Ismail zu tun. Der ist der Stammvater der Araber. Ja, der Araber ist ein Araber. Nein. Ja, er hat nichts mit Araber zu tun. Die Linie geht über Isaac und nicht über Ismail. Genau. Das sagen sogar die islamischen Gelehrten, wie Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain, alle sind sich damit einig, dass die Linie auf Isaac geht. Du musst Jihad nachfragen, ob das er das gelesen hat. Was ist das Problem? Guck mal, eure muslimische Liebe, Amir, eigentlich diesen Hadith oder diesen, der kommt nicht von seinem Kopf und kriegt nicht das er, sondern der steht in eurer Bücher. Lest es einfach. Lesen, das versteht euch alles. Du sagst selber in eure Bücher. Aber Farah, es gibt nur ein Buch, das ist der Koran, nicht Bücher. Es gibt nur ein Buch, der Koran. Oh mein Gott, jetzt hast du die Islam. Kannst du nicht vorstellen, wenn die Muslime dich hören oder Imam, wenn ich dich sowas höre, der sagt, du bist Kafir. Du bist Kafir, wenn du nicht an Tabari, an Bukhari glaubst. Wenn ich diese Erde verlasse, werden die Malaika mir Fragen stellen. Ja. Verstehst du eigentlich alles, was steht im Koran? Koran und Kitabi. Kaaba Kublati. Allahu Rabbi. Islamu Dini. Okay, Islam und Dinak. Al-Tabari und Bukhari, leise Islam und Dinak. Aber dieser Buch und dieser Buch und dieser Buch und dieser Buch, wofür führt das hin? Das ist der Satan, der uns trennen will voneinander. Ja, aber warum denn? Du siehst doch, dass Allah nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Juden? Was ist das überhaupt für Gott, Mann? Genau. Juden und Christen werden im Koran erwähnt als Ahlul Kitab. Wir sind die Kuffar. Wir sind Kuffar. Surah 5, Vers 72 und Surah 5, Vers 73. Wir sind nicht nur Ahlul Kitab, wir sind Kuffar in den Augen von Allah. Unter den Juden und Christen gibt es immer noch ein Volk, die sich niederwerfen. Das steht im Koran drin. Und Surah Tauba, wie steht das drin? Du kannst ja nicht nur einen Vers nehmen und daraus deine Schlüsse ziehen, das ist doch Quatsch. Du musst deswegen das Gesamtkontext betrachten. Amir, deswegen habe ich dir doch gesagt, die Worte, die in der Bibel stehen, im Evangelium oder in der Tora oder im Koran, sind für uns, manchmal kommt hart drüber oder wir verstehen es nicht ganz. Ja, und deswegen lesen wir doch die Tafsir dazu, dass wir das verstehen. Ja, die Tafsir, Bruder. Jeder hat irgendeine Erklärung. Nein, jeder hat eine Übersetzung. Du möchtest das nicht akzeptieren. Jeder übersetzt es doch an. Nein, ich möchte das akzeptieren, Bruder Amir, natürlich. Aber du weißt doch selber, dass die Worte auch im Koran. Bitte, Farah, bitte. Natürlich, bitte. Jihad, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Hast du schon mal Koran ganz gelesen, komplett? Nein. Ich habe ihn gelesen, ja.
Doch, habe ich gelesen, in Deutsch. Okay, hast du das eigentlich alles verstanden, was drin steht? Ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang, wenn ich das lese, habe ich es erstmal nicht verstanden. Aber wenn man das so 2, 3, 4 Mal liest und sich nochmal noch mehr konzentriert, dann versteht man das. Dann versteht man es alles. Okay, und warum? Ohne Tafsir verstehst du den Koran gar nicht. Ohne Sahih Bukhari und Tafsir verstehst du gar nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder Amir, ich habe mein Opa hat den Koran gelernt, ohne irgendwo in eine Schule zu gehen oder nirgendwo. Mein Opa war ein Heiliger, ja Amir, in Beirut, Libanon. Als er gestorben worden ist, sind sie mit seinem Sarg gerannt. Er kommt aus Libanon. Ja. Ja, Libanese weiß es ein bisschen anders, soll ich ehrlich sagen, weil ich sehe auch... Farah, meine Mutter hat christliche Wurzeln. In Beirut leben 20% Christen. Seid ihr nicht so streng Muslime, nicht so wie Syrien. Mhm. Zum Beispiel die Menschen von Syrien, Gesellschaft, die sind sehr streng und die kennen richtig Islam. Und die, wenn du es zu denen sagst, ich glaube nicht mal an Tabari oder Ibn al-Kathir oder Bukhari. Sie wird dich richtig sagen, du bist Kafir, du bist keine Muslime. Verstehst du? Aber soll ich ehrlich sagen, ich habe das miterlebt, auch so mitbekommen, Amir, heutzutage, weil der Islam ist ein bisschen, du weißt genau, was ich meine, so viele in Fadah. Weißt du, wann es Fadah? Das heißt, die kennen Islam richtig gut. Dass die kommen jetzt, die Muslime, und sagen, nee, wir sind Korani. Wir sind nur Koran. Wir glauben nur an den Koran. Weißt du warum? Okay. Weil die schämen sich, was drinnen steht, ist. Die schämen. Und deswegen steht alles drauf. Und die schämen sich, dass sie sagen, wir glauben an das. Weil die würden Menschen lachen. Kannst du nicht vorstellen, wir sind jetzt 2023 und wir würden 2024. Das kannst du nicht vorstellen. Der Musas, er hat Ameise geredet. Verstehst du? Das steht drin auch. Und deswegen, Hadith, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, das stimmt schon. Weißt du, und in vielen Beispielen, kannst du nicht vorstellen, das steht in Islam, wir haben heute über Thema geredet, Alive, weißt du, auf Arabisch, der ist auch Ex-Muslim wie du, und er heißt Hussein al-Iraqi. Weißt du, ja, und das war auf Arabisch. Und er hat es auch gesagt, wir haben über Thema geredet, kannst du nicht vorstellen, das steht bei Islam, seid ihr Brüder von mir, sorry, dass ich so live rede, aber das ist so ein heiliges Thema. Weißt du, kannst du nicht vorstellen, wir glauben, warte mal, Jihad, lass mich ausreden, dass du wirklich auch verstehst. Das steht drin, kannst du nicht vorstellen, wenn der Arzt sowas hört, ja, mit dieser Zeit, wo sie heute auf Tage, Mann bekommt er seine, wie heißt das, wenn er einen Sex von Frau macht und wenn, da kommt nicht von den Eier von Mann, sondern da kommt von, dass ich sowas sage, ja, ich weiß, das ist sehr peinlich, aber glaub mir, da kommt von Rücken, ja, und Frau hat sie auch dieser Wasser und Wasser, das macht dann ein Baby. Und ich war, was, wir haben richtig, ich verstehe das nicht. Und da gibt's Muslime, die glauben das schon. Die glauben. Ja, und kannst du nicht vorstellen, heutzutage, und guck mal, wie modernes Leben leben wir. Und dann die glauben sowas. Ja, aber, wo ist denn Mariam? Wie bitte? Das steht an Ich wollte gucken, wo Mariam ist, weil sie muss uns bitte den Tafsir vorlesen. Kannst du das nicht, Farah? Ich wollte das machen, aber der hat hier so mich ablenken und... Nein, nicht ablenken lassen, nicht 5 Millionen Jahre reden, sondern den Tafsir bitte lesen. Nein, wenn du rausgehst, dann geht das nicht. Amir, du musst so, das kann doch nicht wahr sein. Tafsir und Überlieferung. Ich gehe kaputt, ey, warte. Ich lese jetzt selber den Tafsir vor. Das sind meine Assistenten. Hör mal zu, bitte. Guck mal hier, das ist der Tafsir von Ibn Kathir zur Sure 9, Vers 49. Pass auf. Und stell mich nicht vor Gericht, wenn ich mit dir gehe und die Frauen der Römer sehe. Allah, der Erhabene, antwortete, sicherlich sind sie vor Gericht geraten wegen der Aussage, die sie gemacht haben. Muhammad bin Ishaq berichtete von Al-Zuhri, Yazid bin Rahman, Abdullah bin Abi Bakr,
Asim bin Qatada und mehrere anderen, dass sie sagten, der Gesandte Allah sagte zu Al-Jad, siehst du, wie ich dir gerade eben erklärt habe, bin Qais aus Bani Salima. Und jetzt pass auf, guck mal, wie der Mohammed die Leute verführt für Blondinen, pass auf. Ja. Möchtest du dieses Jahr gegen die gelben Römer kämpfen? Er sagte, oh Allahs Gesandter, gib mir die Erlaubnis zurückzubleiben und versuche mich nicht mit dieser Fitna. Bei Allah, mein Volk weiß, dass es keinen Mann gibt, der mehr Frauen liebt als ich. Ich fürchte, wenn ich die Frauen der Gelben sehe, also der Römer, Blondinen, würde ich keine Geduld mehr haben. Der Gesandte Allahs wandte sich von ihm ab und sagte, ich gebe ihnen die Erlaubnis. Im Fall von Al-Jad wurde diese Aya offenbart. Und unter ihnen ist der, der sagt, gib mir Urlaub und stelle mich nicht auf vor Gericht. Daher sagt Allah, dass die Fitna, in die er geraten ist, weil er sich nicht dem Gesandten Allahs im Dschihad angeschlossen hat und seine Sicherheit vorgezogen hat, die Sicherheit des Gesandten ist schlimmer als die Fitna. Siehst du? Okay. Wahnsinn. Als die Fitna, die er fälschlicherweise zu fürchten behauptete. Von Ibn Abbas, Mujahid und mehreren anderen wurde berichtet, dass diese Eier im Fall von Al-Jad bin Qais offenbart wurde, der zu ihnen gehörte, die Häuptling von Bani Salima. Im Sahih wird auch berichtet, dass der Gesandte Allahs fragte, wer ist dein Anführer, o Bani Salama? Sie sagten Al-Jad bin Qais, obwohl wir ihn für einen Geizhals halten. Der Gesandte Allah sagte, es gibt keine schlimmere Krankheit als Geiz. Deshalb ist der Anführer der weiße junge Mann mit dem lockigen Haar, Bishr bin Al-Bara bin Marur. Als nächstes sagte Allah, und wahrlich, die Ungläubigen sind von der Hölle umgeben und sie werden niemals in der Lage sein, ihr auszuweichen, sie abzuwenden oder ihr zu entkommen. Du siehst also, dass der Mohammed diesen Al-Jad dazu bringt, ein Dorf anzugreifen namens Tabuk. Kennst du die Schlacht um Tabuk? Ja. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal die Blondinen da klar machen. Dann hat er gesagt, hör auf, diese Fitna mit mir zu machen. Du weißt, dass ich der am meisten auf diese Frauen stehe. Ich will das nicht. Jetzt Amir, ja. Amir, stell dir mal vor, wir sind jetzt Freunde, wir kennen uns seit 30 Jahren, wir beide. Ja. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Ich weiß, dass du kein Alter... Sollen wir dann die Deutschen angreifen und ihre Frauen erbeuten, oder was? Nein, hör mal. Seit 30 Jahren kennen wir uns. Ich weiß, dass du keinen Schluck Alkohol trinkst. Ich weiß, dass du nicht auf Blondinen stehst. Ja. Okay, Moment. Jetzt irgendwie 10 Jahre später oder sonst was, wird über Amir berichtet, Amir ist Alkoholiker, Amir steht auf Blondinen, Amir ist so und so. Ich sage, oi, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das stimmt nicht. Amir war nicht so. Nein, ihr macht mich traurig, das stimmt nicht. Und 10.000 andere glauben das. Verstehst du? Ich will damit nur sagen, aber was, wenn Amir, das authentisch über mich berichtet worden ist? Es gibt wenn es einer sagt, Dschihad, bitte. Wenn das einer behauptet, würde ich eventuell noch sagen, okay, der könnte vielleicht Müll erzählen. Aber wenn das unabhängig voneinander jeder dasselbe sagt, dann ist doch schon was dran, oder? Nein, ja, ich sag dir doch, es gibt circa 2 Milliarden Muslime. Dieses Bildchen zu spielen, hör auf damit. Hör doch mal, es gibt 2 Milliarden Muslime. Alle zwei Milliarden sind ignorant. Sind nicht ignorant. Sie wissen ganz genau, wie der Prophet Muhammad ist. Du hast den Koran gelesen. Du hast doch noch niemals einen Tafsir gelesen, Mann. Doch, guck mal. Ich sag dir, warum Prophet Mohammed kein Betrüger ist. Als die Quraysh eine Abmachung mit ihm machen wollten, wegen Mekka, er sollte aufhören, über Allah zu predigen, kam Der wurde nicht reich, Bruder, der war arm. In Surah Al-Anfal steht, ein Fünftel der Beute gehört Allah und seinem Gesandten. Alle Propheten waren arm, Bruder. Alle Propheten waren arm. Gelebt. Jesus sagte, war Millionär. Bruder, geht nicht, Bruder. Das
Geht nicht, Bruder. Die waren arm, Bruder. What? Du hattest noch nie so einer gehabt wie ich. La haula wa la quwwata illa billah. Ich liebe deinen Namen, Wallah. Ich liebe deinen Namen. Ja, es ist heftig. Was ist das für ein Aufwuchs? Was du von Mohammed hast, das ist ja Wahnsinn, ey. Das steht im Koran, Bruder, das ist keine Überlieferung. Die Gelehrten. Diese Spätze, der Anfang. Der Anfang des Jihad. Der Anfang, Bruder, Step by Step. Der Dschihad ist zum Jetzt Beispiel. Fragen wir doch Mohammed, was der beste Dschihad ist. Sollen wir Mohammed fragen? Ich frag mich doch lieber von der zentrale Dschihad. Du bist doch nicht der Prophet des Islams, Mann. Nee, frag mich. Ich sage dir, was es ist. Auf gut Deutsch heißt es, der eigene Schweinehund besiegen. Der Herz ist. Nein, erzähl mir keinen Blitz. Guck mal hier. Das ist so, Bruder. Bruder, das ist fragen so. Wir doch Mohammed. Freundlich, respektvoll, diszipliniert. Gegen alle Menschen barmherzig sein. Doch, ich kann Englisch, alles gut, aber du weißt doch, die Fans. Okay. Ich kam zum Propheten und sagte, O Gesandter Allahs, welcher Dschihad ist der beste? Pass auf, Mohammed antwortete, der eines Mannes, dessen Blut vergossen und dessen Pferd verwundet ist. Das ist der beste Dschihad. Ah, oh, was Amir, du mir da erzählst. Sag Amir, du hörst merkst jetzt... Alles, was du sagst, entspricht immer gegen was Mohammed sagt. Immer entgegen der Lehre von Mohammed. Du hast gar nichts mit Islam zu tun, Mann. Du sagst zu mir jetzt Amir, wa? Du heißt jetzt Amir. Ich sag zu dir, ich frag dich, was bedeutet Amir und was weiß ich was. Und ich höre das aus deinen Lippen, aber ich will es nicht wahrhaben. Ich höre das lieber von anderen. Von anderen. Ja, und glaub mir dann. Lieber, komm, ja, bitte, ich kann ja, so nicht mehr. Nein. Da hole ich jemand anderes hoch. Ja, danke. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Nein. Ich merke, du möchtest da immer weiter drumherum reden. Tut mir leid, mein Lieber. Ich mache noch 20 Minuten, dann gehe ich langsam auch auf. Ein hoch. Katnajo. Danke, Vero. Danke, Cindy. Danke, Eva. Sasa. Keine Verbindung. Oh, hier, Kreuzritter. Die Kreuzritter sind da. Ah, Mariam ist da. Mariam. Hallo, ihr Lieben. Es tut mir leid, ich musste kurz raus. Ich bin wieder heftig. Da. Du hast ja 16.000 Punkte da. Ey. Das ist ja Wahnsinn. Ich danke euch, ihr Lieben. Mariam, kannst du bitte nochmal den Tafsir von At-Tabari aufschlagen zur Sure 9, Vers 49? Das wäre nett. Mhm. Ja. 49, okay.
Ja, Sure 9, Vers 49. Habe ich, ja. Tabari, okay, sag mal. Ja. Hallo? Ja. Hi, meine Liebe. Hallo. Hört man mich? Ja, man hört dich. Einen Moment, lass mal bitte die Schwester kurz die Erläuterung zu diesem Vers lesen, damit wir wissen, was der Mohammed da gesagt hat. Ja. Okay, ja, ich hab's. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْنْ لِي وَلَا تَفْتَنِي إِنَّ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Er will damit sagen, und unter ihnen sind diejenigen, die sagen, gib mir die Erlaubnis und stelle mich nicht auf die Probe. Sind sie nicht in Versuchung geraten? Tatsächlich wird die Hölle nur die Ungläubigen umgeben, gehörend, sozusagen. Hört man mich? Weil es hat gehangen. Ja, ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich muss nach unten gehen. Ich muss das noch lesen. Ach so, Tabu Katarna Mubanetel Asfarwansu. Genau, hier er sagt ganz klar, explizit, dass man wegen die, zum Beispiel, wenn man den Krieg macht, ja, muss man auch ganz bewusst die Frauen, also die blonde Frauen, zu sich nehmen. Ich weiß nicht. Ja. Es hängt. Jetzt ist wieder gut, ne? Ja, also die blonde Frauen hier, das steht wegen Erzutabuka Tahnamu Banet al-Asfar wa Nisa al-Rum, faqala jad, idan lana wa la taftina bin Nisa hadathan al-Qasim. Hier steht, nehmt sie, also Beute von den Töchtern der Asfar, das heißt diese Blonden und Blonde. Den Frauen der Römer. Genau, dann sagt er. Ja, hört man mich, ja? Genau. Ja, dann sagt er, der Großvater, gib uns die Erlaubnis und lass uns nicht mit den Frauen versuchen. Al-Qasim sagte uns, sagte Al-Hussein, na, das ist die Überlieferung. Auf die Autorität von Ibn Huraysh, auf die Autorität von Majid, sie sagten, der Gesandte Gottes, Gebete und Friede seien auf ihm, sagte, Invasion, nimmt sie die Beute der Töchter des Gelben, das heißt Al-Asfar, die sind die Blonden. Was bedeutet das? Die Frauen der Byzantiner. Dann erwähnte er etwas Ähnliches, er sagte, Tahini Hajjaj auf die Autorität von Ibn Jurayi hin, sagte, Ibn Abbas sagte, sein Anspruch, lass mich zu und versuche mich nicht. Er sagte, es ist Al-Jad bin Qais. Er sagte, der Ansar haben gelernt, dass ich dir mit meinem Geld helfen werde, wenn ich Frauen sehe und ich es kaum erwarten kann, in Versuchen zu geraten. Also der meint die blonden Frauen, die Benetrum, genau, die ja, Töchter von den Römern. Ja, genau, die blonden Frauen der Römer. Ne, Mohammed verführt einen Mann namens Jad bin Qais dazu, eine Stadt namens Tabuk anzugreifen, um dort die Blondinen klarzumachen. Das ist unglaublich. Das heißt, er soll sie auch zu Ding nehmen, also, ja, zu sich nehmen, diese blonden Frauen. Ja. Zu Beute, genau, zu Beute nehmen. Jetzt steht ganz klar. So, wer ist hier mit uns? Laura. Mary. Hallo, Laura. Hallo. So, einer nach dem anderen. Hallo. Erstmal Evan. Hallo erstmal. Hallo. Ja. Und zwar, ich bin schon eine Weile hier im Stream und fand einfach das Gespräch zwischen den Zuschauern auch interessant. Auch teilweise sehr, sehr es gab gar keine Argumente. Auch teilweise kann man das sich jetzt nicht als Gespräch oder Diskussion nennen, finde ich persönlich. Genau, würde ich jetzt erstmal in erster Linie jetzt so mal sagen. Und genau. Okay. Du selber bist Muslima oder bist du Christin oder was bist du? Ich bin Muslimin, ja. Ah, Muslimin, okay. Was genau. Sunnitische Muslimin? Bitte? Sunnitische Muslimin oder schiitische? Ist es relevant zu wissen? Ja, also du musst ja schon wissen, welche Akida du folgst, welcher Glaubenslehre, ne? Also ich äußere mich da eigentlich nicht so ganz, ob das sunnitisch oder schiitisch ist. Du bist fernab von eigentlich deiner Religion. Du weißt gar nicht,
zu was du da gehörst eigentlich. Ne? Du bist einfach hineingeboren. Nö, habe ich jetzt nicht behauptet, aber ich finde es überhaupt gar nicht relevant zu wissen. Also ich habe dich jetzt auch nicht gefragt, also ich gehe mal davon aus, dass du Christ bist, aber ich habe dich nicht gefragt, ob du katholisch oder evangelisch bist. Ich denke, ich hätte dir geantwortet, wenn du mich sowas gefragt hättest. Hätte ich gesagt, weder noch, ich bin ein wiedergeborener Christ. Das hätte ich dir geantwortet. Okay. Nee, ich bin also sunnitisch, wenn du es halt auch sehr wissen möchtest. Was hältst du denn davon, wenn dein Vorbild Mohammed so einen Mann dazu verführt, eine Stadt anzugreifen, um dort die Blondinen klarzumachen? Ist das ein guter Charakter von einem Menschen oder ist das so das allerletzte vom Letzten? Ich wollte gar nicht dieses Thema überhaupt ansprechen. Ja, oder überhaupt du bist doch eine Muslimin. Das ist doch dein Vorbild. Wir fragen dich doch. Also ich wollte eigentlich, also ich bedanke mich erstmal, dass du mich reingenommen hast und bei den so vielen Zuschauern. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Christentum und Islam und Judentum die drei Weltreligionen sind und auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben, was uns überhaupt nicht so bewusst ist eigentlich. Was haben wir denn gemeinsam? Gemeinsam in der Hinsicht die ganzen Prophetengeschichten zum Beispiel, das haben wir mal gemeinsam. Naja, bei uns ist Mohammed kein Prophet. Der Islam behauptet einfach oder schreibt sich diese Propheten zu, aber sie gehören nicht zu Allah, weil das nicht seine Propheten sind. Bitte nochmal? Das sind nicht die Propheten Allahs, das sind die Propheten Jahwehs. Jahweh ist der Name des Gottes aus der Bibel. J-A-W-H, Jehova. Nee, zum Beispiel, jetzt ich gebe jetzt mal ein spezifisches Beispiel. Moses, ja, der hat ja das Meer, hat diesen Meer auseinander, sag ich mal. Achso, ja, die ganzen Propheten haben Wunder getan. Ja, was hat der Mohammed getan? Genau, zum Beispiel Wunder von denen. Das ist zum Beispiel für mich auch eine Gemeinsamkeit. Das haben die Juden. Ja, was hat denn Mohammed für ein Wunder vollbracht? Das haben wir im Koran, das habt ihr in der Bibel. Das ist zum Beispiel was auch. Was hat Mohammed für ein Wunder vollbracht? Ich habe eine Frage. Und zwar, wie heißt das Mädchen, das noch mal dabei ist? Mary, okay. Weil ich fand selber das irgendwie so sinnlos, die Diskussionen, aber ich hätte eine Frage an dich, und zwar, wenn morgen der jüngste Tag wäre. Und was du, wir ja nicht wissen. Ja, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Es ist jetzt ein Beispiel. Das wäre schrecklich, aber ja, ja, okay. Ja. Und es stellt sich heraus, dass Jesus Gott ist. Und er gibt dir die letzte Chance, aber warte, das ist einfach nur eine Frage. Er gibt dir die letzte Chance, an ihn zu glauben, dich zu ihm zu bekehren. Würdest du es dann machen, um in den Himmel zu kommen? Ein Moment, sorry, da gibt's auch Kommentare, die man eigentlich sich sehr, sehr sparen kann. Gibt's ja keinen Moderator oder irgend sowas? Du sollst nicht auf die Kommentare achten, du sollst auf deinen Gesprächspartner achten. Konzentrier dich nicht auf die Kommentare. Ja, ich hätte halt die Frage, also ob du das machen würdest oder würdest also du lieber in erster Hölle gehen? Linie, wie heißt du, Laura nochmal? Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wo du jetzt hinaus möchtest, aber könntest du mir die Frage vielleicht ein bisschen spezifischer stellen? Morgen, Beispiel, jüngster Tag. Okay. Am jüngsten Tag wird Jesus kommen bei den Christen. Und wird jeden richten, also es wird ein Gericht geben. Und ich frage dich gerade, wenn sich herausstellt, dass Jesus recht, Gott ist. Ganz kurz, da hast du tatsächlich recht. Wenn der jüngste Tag kommt, das wissen wir natürlich nicht, aber also wir wissen es nicht, wann es ist. Aber natürlich am jüngsten Tag wird Jesus kommen. Da hast du recht, ja. Ja, aber es geht mir gerade eigentlich nicht um das. Es geht mir nur darum, ob du dann eher lieber einfach in die Hölle gehst oder einfach so es einsiehst, okay, Jesus ist Gott. Wenn es zu dem Punkt kommen würde. Also meinst du, wenn sich das herausstellt am jüngsten Tag, dass Jesus Gott ist? Ja, und er gibt dir die letzte Chance, dass du dich zu ihm bekehrst. Würdest du es machen? Also in erster Linie als eine gläubige Muslimin ist es überhaupt die Frage, kann ich gar nicht ernst nehmen, so,
Du bist doch keine gläubige Muslimin. Ich kann die Frage überhaupt nicht beantworten, aber ich möchte darauf hin, da hast du recht, also am jüngsten Tag wird auch der Jesus kommen. Und jetzt eine Gegenfrage an dich. Ich habe es zwar nicht beantwortet, weil ich die Frage auch nicht beantworten möchte, so. Das ist auch eine sehr, sehr. Das heißt, du willst Frage. Trotzdem Jesus nicht anerkennen als Gott, obwohl er dir die letzte Möglichkeit gegeben hat, ja, deine Seele zu retten. Das heißt, trotz ja. das willst du das nicht anerkennen. Meine Frage an dir, meine Liebe. Aber warum kommt Mohammed nicht am jüngsten Tag? Warum Moment. Kommt Mohammed nicht, wenn er der Gesandte Allah ist und der wahre Prophet? Warum dann muss Jesus kommen? Aber hier muss man sich die Frage fragen, warum? Dadurch, dass ich ja von Warum kommt Mohammed und richtet nicht die Menschheit? Warum Jesus? Dadurch, aber es ist ein guter Hinweis eigentlich, dass ich ja von meinem Glauben überzeugt bin, dass ich überhaupt die Frage nicht mal so im vorne hin beantworten kann. Weißt aber Borschau, würdest du mir jetzt die Frage stellen? Würdest du mir jetzt die Frage, also die ich dir gestellt habe, nur umgekehrt stellen? Also wenn es sich herausstellen wird, dass Allah der Wahrhaftige ist, dass Mohammed sein Gesandter ist, würde ich noch die letzte Chance bekommen, in den Himmel zu gehen und an ihn zu glauben, würde ich es machen. Dann würde ich sagen, ja. Wenn ich die letzte Chance habe, beantworte ich dir auch jetzt. Genau, aber, dann würde ich. Aber das zeigt dann einfach nur sehr, so mäßig eine Ego. Sehr, sehr interessante Frage. Ich finde deine Frage auch komplett interessant und auch schlau. Dann würde ich auch. Hallo. Uns hat sie einen Anruf bekommen. Das heißt, die wird bis zur letzten Minute leugnen und ihr Herz wird komplett geschlossen sein. Trotzdem, wenn Jesus sagt, ich bin der Herr, ich bin Gott, trotzdem, also ich habe verstanden, ja, dass sie das trotzdem nicht machen möchte. Aus meiner Ego einfach. Die Evrem ist sich noch nicht mal bewusst, dass so wie sie aussieht, sie im Islam niemals akzeptiert wird als Muslima. Ne? Der Fluch Allahs liegt ja auf sie. Der Mohammed hat ja gesagt, wenn eine Frau sich die Gesichtsbehaarung entfernt und sich schminkt und so die das Aussehen so verändert, dann ist sie eine Kafira, ne? Also eindeutig. Sie hat nichts mit dem Islam zu tun. Evrem, hast du mir zugehört? Ja, ich habe dir zugehört, aber ihr habt mir nicht zugehört vorhin. Man hat dich nicht gehört, du warst irgendwie weg. Achso, war ich weg? Ja, ja. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Und jetzt wieder. Boah, das regt mich so auf, Mann. Hört man mich jetzt? Ja. Ja. Ja, und ich finde, wir Christen. Aber hast du jetzt eigentlich meine Frage beantwortet? Weil ich war. Muslimen und Juden, wir sind die drei Welten. Ja, bitte, meine Liebe, antworte auf die Frage. Bitte. Wir sind aber sehr gespannt auf deine Antwort. Auf einmal mit Juden und Christen und drei Weltreligionen. Also, ja? Beantworte bitte auf die Frage. Was ist das Problem? Was ist daran schlimm, aber wenn man einfach zugibt? Auf diese Frage wissen. Evrem, guck mal hier, was Mohammed sagt. So. Ich weiß es nicht. Evrem, suchst also du dir deine Augenbrauen? Also würdest du wirklich bis zur letzten, also würdest du trotzdem lieber in die Hölle gehen? Ja, anstatt Jesus so anzunehmen. So, er gibt dir, er ist so. Die Verbindung war weg komplett. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt wieder stellst du die Frage. Ich weiß nicht, warum du ständig die Frage stellst. Aber dann beantwort sie einfach. Hast du keinen anderen Weg mir? Ich kann auch andere Sachen sagen, aber ich will als Leute, Erste. Ich habe keine Lust auf diese Diskussion. Das geht mir auf die Nerven. Es sind so viele. Es kann nicht mit so vielen hier drin sein. Das geht nicht. Leute, das geht nicht. Entschuldigung, aber das geht nicht. Ich kann nicht mit 5 Leuten hier drinnen sein und alle reden kreuz und quer. Das geht überhaupt nicht. Man muss versuchen, mit einer Person zu reden und das geht überhaupt gar nicht klar, Mann. Mariam ist hier drinnen, damit sie, falls was ist, direkt in die arabischen Quellen eintauchen kann und das nachlesen kann. Also auf so eine Diskussion habe ich überhaupt keine Lust. Ja. Ich hole jetzt den letzten rein, danach mache ich Schluss. Ich muss morgen wieder früh raus, Mann. Ich habe keinen Nerv mehr. Tut mir leid, Leute. Und er hat dann die Erdplatten von uns rausgefischt, mir die dann gegeben. Und ging Aslan. Dann bin ich auf Making Trouble von Ghetto Boys gekommen. Und das war.
Der war am Tennen. So. Ich muss hier Enemene Miste spielen, damit ich sehe, wer hier reinkommt, wer nicht reinkommt. Ich weiß nicht. Ja, der gute Basim, der kann hier reinkommen. Hier, Cowboy. Basim, unser Chippe. Es lädt und lädt und lädt und lädt. Lädt das bei dir auch? Mariam? Ja. Siehst du ihn hier? Nee. Ich sehe nur Anfragen. Ich sehe das nicht. Ja, bei ihm ist das die ganze Zeit am Laden und da kommt nichts. Nee, ich sehe ihn nicht. So, wer ist denn noch hier drin? Meine Fresse, ich weiß gar nicht, wer ich ihn nehme. Puppo. Schiebe. Schon wieder, das lädt und lädt und lädt und da kann keiner rein. Komisch. Aber richtig komisch. Guten Abend, grüß dich. Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ich finde das gut, dass du das hier machst. Also, ohne Witz jetzt. Also ich habe dir jetzt längere Zeit jetzt beobachtet hier. Ich finde das gar nicht schlecht. Jeder soll seine eigene Meinung haben, weißt du, ich meine? Jeder kann dahin, wo er hin soll, weil er will. Ja, natürlich, klar. Aber der Islam duldet ja nicht, dass man seine eigene Meinung hat und den Islam auf den Prüfstand stellt. Der Islam darf ja nicht in die Fragen gestellt werden, das ist das Problem. Darf ich dich mal fragen, was deine Eltern da so sagen? Oder sind die auch rumgewechselt? Das sind private Sachen, die möchte ich hier nicht äußern. Ja gut, kein Problem. Auf jeden Fall ist es so, wir haben hier viele Sintis bei uns. Was? Na? Und hörst du mich? Ja, ich höre dich, erzähl weiter. Ja. Und viele Bekannte von mir im Bekanntenkreis, die haben sich nochmal taufen lassen. Im hohen Alter. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, warum macht ihr das? Und dann hat mir einer erklärt, als Baby kannst du dich nicht selber entscheiden, wo du hin willst. Also zu welchem Glauben du willst. Und im älteren Alter haben die sich dann nochmal taufen lassen, um zu bestätigen, dass sie an Gott glauben. Sehr gut, hast du dich dann auch taufen lassen? Nee, ich habe mich nicht taufen lassen, weil ich glaube eh daran. Du glaubst nicht daran? Doch, ich glaube daran, aber viele haben dann die eigene Entscheidung immer gemacht. Wie wäre es, wenn du deine Entscheidung richtig dafür triffst? Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, ich hoffe und bete für dich, dass du dich dann eines Tages wahrhaftig für den Herrn entscheidest. Ja gut, ich glaube ja an Gott, wie gesagt, ne? Und, ja, aber das reicht ja nicht aus. Der Herr Jesus Christus verlangt ja von dir, dass du von Neuem geboren wirst. Auch die Muslime glauben an Gott, auch Satanisten glauben an Gott. Jeder glaubt irgendwie an Gott. Guck mal, ich habe eben gerade deine Kette bewundert, ne? Da ist jetzt meine Meinung. Deine Kette, dein Kreuz. Oder anders. Ja. Die haben es bewundert. Da habe ich mir gedacht, viele, also vielleicht jetzt nur mein, ich weiß nicht, ob das jetzt Blödsinn ist, das ist jetzt mein eigenes Empfinden. Viele, wo ich kenne, haben den Herrgott an der Kette. Und ich habe zu viele mal gefragt auch, warum trägst du den Herrgott wieder an der Kette? Willst du diesen Mann, also Jesus, willst du ihn wieder kreuzigen? Ich ziehe es doch nur an, damit es eine Erinnerung ist für das, was der Herr für mich am Kreuz getan hat, damit ich mich immer wieder daran erinnere, was für eine wundervolle Tat er für mich getan hat, verstehst du? Dann ist mir auch damit klar. Ich staunen kann, damit ich immer wieder daran erinnert werde, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist und was für Schmerzen er für mich auf sich genommen hat. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei dir die ganze Zeit dich am Verfolgen. Siehst du, wie das Kreuz am Leuchten ist? Siehst du, wie das Kreuz am Leuchten ist? Ich bin dich am Verfolgen, weil ich mir denke, wir können viele deutsche Christen von dir noch was lernen.
Also was du jetzt alles gesagt hast, du machst alles, was wir sehen, können von uns alle lernen. Ich kann sowohl von den Geschwistern hier drinnen lernen, als auch sie von mir. Wir lernen alle voneinander. Also ich finde das schlecht, was ihr macht hier. Wie gesagt. Und dazu wollte ich mich mal äußern. Danke dir für deine Worte, mein Lieber. Und ja, ich gehe auch jetzt wieder raus, es ist spät. Okay. Ich wünsche euch Gott segne dich, mein Lieber. Ja. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Ne? Komm zum Herrn. Auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich gedacht, er geht raus. Wie das schön leuchtet. Ja. Wunderschön. Ja, Salib. Ja, Salib. Wunderschön. Salib al-Masih. Salib al-Masih. Halleluja. Halleluja. Mhm. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ihr seid wundervoll. Ich finde das wundervoll, dass ihr immer hier seid, Unterstützung leistet und einfach den Support auch gibt. Ne? Das ist einfach phänomenal. Möge der Jesus Christus euch segnen, wüten und beschützen, ihr wundervoll. Amen. Komm, einen machen wir noch, oder was? Ne? Danach ist aber auch wirklich... Salam al-Masih, Salam al-Masih. Sind einige, die Arabisch auch verstehen können, hier im Kommentar. Ja. Mhm. King Aslan. Boah. Gerade sagt er noch, hol mich rein, dann geht er raus. Es kann doch nicht wahr sein. Reicht jetzt auch mit dir. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank, auch selber. Ich habe mal eine wichtige Frage. Also ich kann nicht von mir selber behaupten, dass ich starkgläubig bin, aber ich bin gerade auf dem Weg, mich mit meiner Religion, also dem Christentum, ein bisschen mehr zu beschäftigen. Mhm. Und ich würde mal gern wissen von jemand, der einfach mehr Ahnung hat, wie es eigentlich für mich zukunftsmäßig aussieht mit einem muslimischen Mann. Ich würde das auf keinen Fall empfehlen, einen muslimischen Mann zu nehmen als Christin. Denn ihr habt keinerlei Gemeinsamkeiten. Denn wenn du den Glauben ernst nimmst, dann suchst du dir auch einen, der im Herrn Jesus Christus ist. Ja. Weil stell dir mal vor, es passiert auch, dass ihr dann Kinder bekommt. Wie willst du denn die Kinder erziehen, wenn du an Jesus Christus glaubst und er an Allah? Wie willst du das denn machen? Und das stell dir mal vor, er wird dann auch auf einmal voll der gläubige Typ und dann will er das Kind aber so islamisch erziehen und dann? Genau das ist das, worum es mir geht. Du musst weiterdenken, du musst viel, viel weiterdenken. Du kannst nicht nur für den Moment denken und denken, ja, der ist doch so toll und das wird alles schon klappen. Nein, das so kannst du nicht vorgehen. Du musst dem Herrn Jesus Christus mehr die Ehre geben, mehr Vertrauen und mehr Glauben schenken als Menschen. Verstehst du? Ja, das ist richtig. Und ich wollte mir das einfach mal von jemanden, hören, der einfach gelehrt ist als ich. Ja, allein du musst dir nur die Frage stellen, wie willst du die Kinder erziehen, wenn du mit einem muslimischen Mann bist? Stell dir mal vor, der wird auch gläubig und du bist gläubig und dann sagst du, ja, aber ich möchte nicht, dass dieses Kind islamisch erzogen wird. Der soll den Herrn Jesus Christus kennenlernen, als seinen Retter und Heiland annehmen irgendwann mal, nicht irgendeiner Religion aus Saudi-Arabien folgen, mit der wir überhaupt gar nichts zu tun haben, die Lügen erzählt über Jesus und behauptet, dass die Bibel verfälscht wäre und dass Mohammed der letzte Prophet wäre. Und wenn wir nicht daran glauben, muss man uns unterdrücken und uns die, du weißt schon, ne? Ja, klar. Ja, da musst du dich selber fragen, diese Religion darf hier eigentlich gar nicht Fuß fassen. Das ist das. Man müsste die Muslime alle aufklären und sagen, hör mal zu, deine Religion ist der absolute Wahnsinn. Ja. Der absolute Wahnsinn. Wie kannst du sowas überhaupt noch als Religion behaupten, dass es eine Religion wäre? Das hat ja gar nichts mit Religion zu tun, sondern es ist eine Kampfansage gegen alle Menschen weltweit. Ja, das ist richtig. Ja. Okay, vielen herzlichen Dank. Gott segne dich, meine Liebe. Und du sollst dich nicht mit Christentum beschäftigen, sondern mit deinem Vorbild, deinem Herrn und Gott Jesus Christus. Ich bin gerade dabei, weil mir ist vor einem Jahr etwas passiert, als ich als
ich sag mal, Nichtgläubige einfach in Medjugorje. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Nein, du musst das weglassen mit Medjugorje und sowas. Ich bitte dich, meine Liebe. Lass diese Götzen weg. Komm nur allein zum Herrn Jesus Christus. Medjugorje weglassen und diese ganzen Götzen aus diesen Ländern, das brauchst du alles nicht. Der Herr Jesus Christus ist dein Herr und dein Gott und auf ihn sollst du dich verlassen. Ja, es gibt nur ihn. Er ist der einzig Wahre. Das stimmt. Amen, Amen. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Okay. Hey Leute, dann beenden wir langsam den Stream. Dr. Sheikh Abu Amir muss jetzt langsam schlafen gehen. Muss morgen wieder in sein. Für mich, weil wenn du mich brauchst, kann ich gleich da sein. Ja, sehr gut. Danke dir, Schwester. Danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Gott segne euch. Auch einen großen Dank an euch, ihr lieben Geschwister. Ein Applaus auch von mir an euch. Wundervoll, gesegnet, das alle wissen. Wir lieben euch. Christus uns. Euch segnen, behüten und beschützen, eure Familien, auch die Familien der Muslime. Amen. Möge der Herr immer an eurer Seite stehen und euch wirklich das ewige Leben in sich selbst geben und dass ihr ihm vertraut bis zum letzten Atemzug, ne? Auch wenn es bald soweit sein sollte mit Verfolgung und alles. Habt keine Angst. Der Herr Jesus Christus hat die Welt überwunden und der Herr wird uns auch aus dieser Lage raushelfen. Amen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Muslime, die jetzt gerade noch zugehört haben, wirklich sich Gedanken machen um diese Religion namens Islam, ob das wirklich die Religion Gottes wäre, ob Gott überhaupt möchte, dass wir Religionen folgen oder möchte, dass wir ihn suchen, ne? Wenn du unschlüssig bist, frag einfach Gott von Neuem. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und Gott wird sich dir zeigen. Und das sagt er auch in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen. Und das ist ein Versprechen von Gott. Deswegen frage ihn und glaube nicht blind deinen Imam und Schioch, denn diese lügen und betrügen dich, damit du im Islam drinnen bleibst. So ist das, weil sie möchten nicht, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst. Denn wenn du sie triffst, wird es auch problematisch für dich, weil es könnte den sozialen Tod bedeuten. Und du bekommst dann eventuell noch Nackentherapie. Amen. Ja, okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Haltet am Herrn fest. Lasst Religion beiseite und steht zum Herrn, so wie er auch zu euch gestanden hat. Gottes Segen, Mariam. Macht's gut, ihr Lieben. Gottes Segen, mein Liebe. Macht's gut, gute Nacht. Gottes Segen.